to a photograph and Hi Timo. Na? Mega Groove heute wieder, oder? Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Wir haben heute mal wieder eine Spezialfolge. Wieder genau. eine Gästin tatsächlich. Also ja. Die Leute geben sich ja praktisch die Klinke in die Hand hier ja. Bei uns, ne? Eine nach der anderen. Ja. Und willkommen. Ja, ich kann auch nochmal dazu sagen, wie das Ganze dazu gekommen ist, bevor wir sich jetzt erstmal, du musst jetzt erstmal den Namen sagen. Genau, die Christiane Baumgart ist jetzt gleich hier bei uns zu Gast. Und zwar, ich war bei der Sony Konferenz und da war sie auch quasi ein Gastspeaker. So. Mhm. Und fand das so cool und hatte Bock auf Fashion-Fotografie. Und dann habe ich bei ihr einen Workshop gebucht, Masterclass. Und dann habe ich mir gedacht, warum sollten wir sie nicht einfach dann auch direkt mal mit in den Podcast mit reinnehmen in diesem Zug? Und deswegen, hallo Chrissy, herzlich willkommen in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Frau Baumgart. Ja. Bisschen förmlicher hier, ne? Also genau. Wenn du jetzt hier von Masterclass sprichst und so weiter. Ja. Ja, dann müssen wir. Warum sitzen wir eigentlich hier nicht im Anzug oder sowas? Ha? Ja, das war ja eigentlich gar nicht geplant. Also für die Podcast-Hörer jetzt hier, wir sind auch gerade live auf Instagram. Ja. Also es ist dann schon alles gelaufen. aber. Ja. Ist jetzt mal eine schöne Gelegenheit, ne? Auch richtig. Mal hier live zu gehen. Richtig, genau. Ja. Wie fangen wir an? Genau. Chrissy, wer bist du? Was machst du so? Genau. Ja, also erstmal danke für die Einladung. Es ist großartig, mit euch heute Abend zusammenzusitzen. Und ich habe mich ganz besonders gefreut über die spontane Einladung. Und mein Name ist Christiane Baumgart, auch Chrissy genannt. Also mein Spitzname, lustigerweise, nennen mich gar nicht mehr ganz so viele Chrissy. Ist ganz ungewohnt. Okay. Aber umso schöner. Und ich bin Fotografin seit ein bisschen mehr als 4 Jahren im Bereich Beauty und Fashion. Und davon handelt quasi auch meine Masterclass, die Timo gerade angesprochen hat, am 16.04. live vor Ort in Hessen. Ja. Und genau, ja, was kann ich noch zu meiner Person sagen? Außer, dass ich ambitionierte Beauty- und Fashion-Fotografin bin und wohl auch eure erste Fashion-Fotografin in eurem Podcast, genau, das was mich wohl, ganz ne? besonders das ehrt. Ja, ich habe halt auch gedacht, also es muss jetzt hier auch mal, Fashion muss hier auf jeden Fall rein und das hat einfach super gepasst, ne? Also, was ich ja auch bei dir immer ganz cool fand, ist, da würde ich auch gerne nochmal dann gleich mal so reingehen, also du kannst gleich mal erzählen, wie du überhaupt so dazu gekommen bist, aber was ich schon immer sehr beeindruckend fand, ist, du warst eine von denen, die schon ziemlich früh so in meinem Dunstkreis quasi diese mit weitwinkligen Objektiven quasi in der Fashion-Fotografie sehr nah dran gegangen sind. Ja, was ich auch sehr spannend finde, ne? Und deswegen warst du da schon recht schnell bei mir auf dem Schirm. Ich meine, wir kannten uns auch schon vorher, ne? Das muss man ja auch dazu sagen, ne? Mhm. Aber das fand ich ja so gut. Ich glaube, du kannst dich erinnern, ich hatte ja dann auch nochmal irgendwann einfach mal so geschrieben, weil ich das wirklich, wenn ich das Gefühl habe, da hat jemand echt sich krass entwickelt, so, ne, dann kann man denen das auch einfach schreiben. Und das habe ich ja dann einfach auch mal gemacht. Da kam dann mal eine Nachricht, hey, ich finde es cool, was du machst. So, ne? Ja. Und weil das natürlich jetzt auch nicht aufgehört hat, habe ich gedacht, komm, dann buche ich jetzt mal und lerne mal was von dir. Ja. Ja. Mega cool, ja. Da freue ich mich auch ganz besonders. Ja, aber erzähl doch mal, wie bist du so, wie bist du dazu gekommen? Genau, ja, also ich, wie gesagt, fotografiere jetzt seit knapp
knapp 4 Jahren und habe, wie bin ich zur Fotografie gekommen? Also ich bin nicht der klassische oder die klassische Fotografin, die seit 30 Jahren fotografiert, schon immer fotografiert hat und mit der Kamera irgendwie aufgewachsen ist, sondern ich musste erst lernen, dass ich Künstlerin bin, als ich mich irgendwann mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Mhm. Und und habe mich da wirklich, vor 8 Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt und habe angefangen, Coachings zu machen, war auch im Büro noch seinerzeit tätig, also klassisch in der Industrie, und wusste irgendwie, ich will mich weiterentwickeln, aber ich weiß gar nicht irgendwie, wo ich mein Ei hinlegen soll, so ungefähr. Mhm. Und habe mich dann wirklich ganz intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Mhm. Und habe auch Telefoncoachings gemacht und habe dann im Prinzip bei dem Herrn Werle, vielleicht kennt ihr seine Sachbücher, Hilfe ist jetzt in einem Irrenhaus, bin ich hier eigentlich der Depp? Ja? Also ganz interessante Sachbücher, die ich nur jedem ans Herz legen kann, der sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Mit ihm hatte ich dann auch ein Telefoncoaching vor knapp 4,5 Jahren, und der hat dann zu mir gesagt, ich muss auch vieles vorbereiten und so weiter. Ich habe Vision Boards erstellt, Roadmap, was man alles da so macht. Und dann hat er mir gesagt, also was soll ich Ihnen groß sagen, Frau Baumgart, Sie sind Künstlerin. Ja. Okay. Und ich dann, okay, alles klar, ich bin Künstlerin. Dann versuche ich doch jetzt mit meiner Kunst irgendwie Geld zu machen. Ja. Wusste aber noch nicht, welche Kunst das denn sein könnte. Mhm. Und so kam ich zu der Kamera. Ja. Ah, ja. Und habe mir seinerzeit eine Olympus OMD EM10 Mark II, weiß ich noch. Mhm. Das war meine erste Kamera, die ich mir zugelegt habe. Und bin dann auf die ersten Foto-Meetups, wo ich auch den Timo kennengelernt habe. Und man kennt sich, ne, in der Region mit den Foto-Meetups, und habe dann ab dem Tag jeden Tag Menschen fotografiert. Also ich bin schon klassisch der People-Fotograf, also in erster Linie Menschen und ganz besonders eben am liebsten im Bereich Beauty und Fashion. Mhm. Ja. Mhm. Und damals haben der ein oder andere Kollegin hat vielleicht auch geschmunzelt über meine Teddy-Kamera, ne, weil das war schon eher unüblich, mit MFT da unterwegs im Bereich People zu sein. Okay. Und mir war das eigentlich relativ egal, weil ich wollte ja erstmal ganz viele Fotos machen, so oft wie es geht, und das am liebsten jeden Tag. Und bin dann aber auch irgendwann zu APS-C geupgradet. Ja. und bin dann, und habe dann mir die erste Fuji-Kamera gekauft und bin dann jetzt letzten Endes hängen geblieben, natürlich bei Vollformat und bei Sony. Aber ich habe die anderen Kamerasysteme genauso geliebt, weil gerade im Bereich People-Fotografie, ne, da hat man ich glaube, dass man mit APS-C da auch eigentlich ganz gut unterwegs sein kann. Mhm. Aber in dem Moment, wo man halt damit arbeiten muss, braucht man ein Arbeitstier. Und so bin ich dann zu Sony gewechselt. Ja. Aber das waren so die Anfänge, und ich habe mich aber auch gleich im Prinzip selbstständig gemacht. Also das war wirklich so der Sprung ins kalte Wasser. Also ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht, ja. Ja, cool. Wenn man den Mut hat, sage ich mal, und da wirklich unzufrieden ist und weiß, das eine Kapitel ist zu Ende, dass man dann vielleicht in die Selbstständigkeit geht und wirklich den Job kündigt, das ist natürlich super mutig einerseits, aber andererseits die Mega-Chance, dass man dann natürlich wirklich Gas gibt, ja, weil man muss Geld verdienen, man muss seine Miete zahlen, man muss den Kühlschrank irgendwie einigermaßen füllen, und ich habe dann auch mein Auto verkauft, also bin ich auch so vom Lifestyle her downgegradet, aber letzten Endes war das mein größter Antrieb, ja, dass ich so schnell wie möglich wieder meinen alten Standard erreiche. Ja. Und so habe ich halt wirklich alle Jobs angenommen und so schnell wie möglich versucht, Geld zu verdienen. Ja. Cool. Ja. Okay, also dann ist im Prinzip sozusagen so dieser Druck, den du dann automatisch sozusagen hast, die Triebfeder letztendlich. Du musst halt, ja, und aber ist das nicht etwas so, wo man dann sagt, naja, also, dass man da irgendwie auch dann in so Mühlen reinkommt, wo man dann auch vielleicht nicht so hin will oder sowas? Oder ist da sozusagen das, überwiegt dann der Spaß an der Fotografie selber?
der Spaß an der Fotografie selber und auch an der Kunst schon irgendwo ein Stück weit, an der Freiheit, die man ja als Selbstständiger hat. Ja. Die Freiheit überwiegt, ja, und je länger man selbstständig ist, desto weniger möchte man auch diese Freiheit verlieren, also um jeden Preis. Das kennt, glaube ich, jeder, der auch selbstständig ist, aber ich habe ja auch mit Hochzeiten angefangen zu fotografieren 2019, habe mich auch auf Hochzeitsmessen gestellt und das war jetzt vielleicht nicht der erste Bereich, in dem ich mich gesehen habe, aber heute sage ich, Gott sei Dank habe ich alles mitgenommen, was geht, weil die Kontakte, die ich geknüpft habe oder die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, gerade im Bereich der Hochzeitsfotografie, da kann Timo eben auch mitsprechen, was Lichtsituationen angeht. Ja. Ich kann heute sagen, ich beherrsche jede Lichtsituation, weil ich vom Gewölbekeller über, weiß ich nicht, Mittagssonne, Blitzen bei hartem Sonnenlicht wirklich alles durchgeübt habe. Ja. Ja, und da vom entfesselten Blitzen über Aufsteckblitz und das war die beste Schule meines Lebens, ja, die Hochzeitsfotografie. Ja. Ja, Hochzeitsfotografie, ich sage immer, das ist im Prinzip so ein fotografischer Zehnkampf. Man muss irgendwie alles können, ne? Also so kann man so sagen, also von Porträt bis Sport ist irgendwie alles dabei. Ja. So, absolut. Ne? Ja. Ja. Also finde ich auch, also wer es gibt ja Leute, die dann irgendwie so ein bisschen die Nase rümpfen oder sowas, aber ey, mach das mal. Ja, also die Hochzeiten. Mach das erstmal. Genau, die Hochzeiten, die ich gemacht habe, die also so viele waren es jetzt nicht. Ja, letztes war ja waren so ja, noch unter 10. Aber das war auch am Ende war das schon eine anspruchsvolle Sache. So, wenn man es richtig, wenn man es gut machen will, so muss man es auch sagen. Ja. Ja. Wie bist du dann zur Fashion-Fotografie gekommen? Genau. Genau. Sag doch mal. Zähl doch mal endlich. Genau. Ja, man merkt, ich hab Bock. Alles gut. Ja, also wie bin ich zur Fashion-Fotografie gekommen? Ich habe ja von Anfang an auch dann Hobby-Models fotografiert und dann irgendwann auch professionelle Models. Und damit ist man so ein bisschen in die Branche reingeschlittert. Mhm. Und dann habe ich eben sehr schnell mein Portfolio in dem Bereich aufgebaut, Kontakte geknüpft zu Fashion-Stylisten, Make-up-Artists. Und damit kamen dann auch die ersten Jobs. Ja, also ich habe ja relativ früh in meiner Fotokarriere auch für internationale Brands gearbeitet und das hat sich alles aus den Kontakten heraus ergeben, ja. Also es war nie so, dass ich irgendwo tatsächlich, wenn ich bis heute überlege, meine Werbung irgendwo hingeschickt habe oder mein Portfolio, sondern das hat sich immer aus Weiterempfehlungen oder Kontakten ergeben. Und wie gesagt, das ist auch heute noch so, ja. Natürlich mache ich auch Akquise, das Thema, wie kann ich meinen Umsatz als Fotograf irgendwie noch nach vorne bringen, damit ist ja das Thema Akquise angestoßen, ja, also jeder Selbstständige, der keine Akquise macht, der minimiert ja sein Neugeschäft, ja, also das wäre der größte Werbung, Fehler. Ja. Zumindest Werbung, ja, wobei Akquise, also Werbung habe ich auch gemacht, damit habe ich eigentlich relativ also gerade Facebook oder Instagram ist, glaube ich, schwierig in der heutigen Zeit, ja. Also da habe ich jetzt, da habe ich zwar zweimal Kampagnen gehabt, aber das war im Vergleich, also wenn man Werbung macht, um es eigentlich abzukürzen, als Selbstständiger, worunter wir Fotografen eben auch zählen, muss man einfach sehr, sehr viel Geld verdienen, weil Werbung kostet sehr, sehr viel Geld. Und ich verdiene nicht sehr, sehr viel Geld, deswegen macht es einfach keinen Sinn, dass ich viel Geld für Werbung ausgebe. Ja. Und genau, also ich habe mal irgendwie so gehört oder wir haben das mal in einem kleineren Kreis besprochen, wenn man irgendwie roundabout 25.000 im Monat verdient, ab dann macht es irgendwie Sinn, Werbung zu schalten. Mhm. Ja. Und und damit ist eigentlich alles gesagt, ja. Und deswegen bin ich eigentlich Umsatz meinst du, oder? Was habe ich gesagt? Nee, habe ich nicht Umsatz verdienen, gesagt. Hast du, glaube ich, gesagt, ja. Geld verdient, ja, klar. Also Umsatz machen, gut, das ist ja das nächste Thema. Man kann irgendwie 50.000 Umsatz machen, hat dann Betriebsausgaben in Höhe von 45.000, dann hat man einen Gewinn von 5. Also das ist ja auch ne, so was man lernen muss in der Selbstständigkeit.
ein krasser Umsatz, wenn man irgendwie aber noch 8 Freelancer beschäftigt. Und ja, ne, damit würde man sich halt auch selbst belügen, ja, wenn man jetzt immer nur nach dem Umsatz gehen würde. Richtig. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ne? Ja. Richtig. Genau. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf den fotografischen Teil so eingehen, ne? Erklär uns vielleicht mal so rein, so, ich meine, das wird ja hier nachher ein Podcast und wir können jetzt hier nichts zeigen, aber wie sieht denn dein Wohlfühl-Setup aus, quasi so, wenn du jetzt quasi jetzt, oder nimm uns vielleicht mal mit auf ein Shooting, jetzt ein vergangenes Shooting oder so, wie sieht das so aus, wie baust du da so dein Setup aus, wie gehst du in die Planung und so, wie läuft das bei dir ab? Also früher war ich ja so eine kleine Zoom-Tante, ja, und habe immer mein 2470 und mein 70-180 dabei gehabt und das war's, ja. Mhm. Dann noch dazu meine Profoto-Blitze mit allen Lichtformern, die es für das mobile System gibt. Ja. Und dann im Idealfall noch ein Assistent, ja, der halt gerade outdoor auch den Blitz einfach halten kann und dass wir da einfach so ein bisschen flexibler sind. Ja. Ja. Also man muss auf jeden Fall unterscheiden on location und im Studio, weil im Studio nutzen wir dann einfach auch, nutzen wir oft das Equipment, was das Studio eben mitbringt. Ja. Und on location ist es mein komplettes Equipment. Ne? Und dann, mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Also ich bin nicht mehr so die Zoom-Tante, weil einfach, es ist viel Gewicht. Ne? Und wenn man das dann irgendwie 8 Stunden bei sich hat, da bin ich jetzt so ein bisschen wieder auf Festbrennweiten gegangen, weil ich auch einfach, und das hatte ich, glaube ich, mit dir zusammen mal gemacht, Timo, wir hatten mal ausgelesen, in welchem Brennweitenbereich wir am meisten unterwegs sind, falls du dich erinnerst. Das war in der Gruppe, ne? War das nicht genau, in so einer WhatsApp-Gruppe? Das war genau. Und da hat sich halt ergeben, ne? 24 bis 35 ist so meine Wohlfühl, Brennweiten, Spannweite. Ja. Und von dem her bin ich da jetzt umgestiegen wieder auf Festbrennweiten und mit dem 35mm G-Master von Sony zum Beispiel, da kann ich alles machen. Mhm. Ja, dazu noch vielleicht ein 85er, wenn wir im Beauty-Bereich unterwegs sind, aber für Fashion absolut das 24er, das G-Master und das 35er absolut ausreichen. Mhm. Ja. Bist du auch weiter unterwegs noch, weitwinkliger manchmal? Ja, ich habe auch das 14mm G-Master. Mhm. Das hatte ich mir tatsächlich als erstes gekauft, als ich dann mir die ganzen Festbrennweiten noch zugelegt hatte und habe extrem viel damit gemacht und habe es total ausgereizt, ja, sodass ich irgendwann selbst davon satt war, obwohl ich das nach wie vor liebe, auch mit der Verzerrung. Ich habe es sogar im Beauty-Bereich angewandt. Und ja, aber man muss so ein bisschen aufpassen, sobald es ins Kommerzielle geht, funktioniert das natürlich nicht mit einer Verzerrung. Ne? Ja, also ich habe zu extrem. Dann ich habe mir das, ich habe mir das im Black Friday war das sehr günstig zu kriegen. Also mit Cashback und allem drum und dran hatte ich das sogar für unter 1000 bekommen. Also ich meine, das kostet ja normal viel mehr. Ne? So, und das war, ich habe das erstmal gekauft, habe damit ein bisschen was gemacht und dachte mir, oha, das ist ganz schön weitwinklig und verzerrt ordentlich. Also gerade so ein Kopf hier so im oberen Bildbereich hier, der wird dann wirklich so zu so einem Cornhead, wer den Film vielleicht noch kennt. Aber ich habe jetzt die letzten 3 Shootings und ich hatte letzte Woche natürlich auch eine Hochzeit, da habe ich die jetzt mal häufiger benutzt und ich freue mich gerade sehr mit dem Objektiv an. Also es ist wirklich speziell, ne? Aber genau das macht es halt auch aus, ne? Im Nachhinein, der Output ist halt auch einfach speziell, ne? Und sehr speziell, wenn man da irgendwie da ein paar coole Shots irgendwie trifft, dann sind die halt auch echt, haben die was Besonderes, ne? Also deswegen finde ich eine sehr spannende Brennweite. Ist jetzt nichts für den Alltag, aber auf jeden Fall. Du hast es ja bei einer Hochzeit angewendet. Ja, also, kommt drauf an. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt schon noch gewisse Ausstattung hast, dass du jetzt irgendwie da nicht drauf angewiesen bist oder so, also dass du jetzt nicht. Es ergänzt sozusagen deine Ausstattung. Also das ist eine Ergänzung, würde ich jetzt sagen. Für jemanden, der jetzt gerade neu anfängt, würde ich jetzt sagen, ist schon sehr tricky, ne, dafür. Ne? Ja. Das, und gerade auch, weil es jetzt auch nicht günstig ist, ne, trotz alledem.
Aber trotzdem ist es gerade echt eine geile Ergänzung und es macht auch echt Spaß. Also ja, habe ich Bock drauf gerade. Ja. Ja, bei Gruppenbildern musst du ein bisschen aufpassen, ne? Ja. Da habe ich dann weil, doch. Weil die äußeren Leute dann etwas dicker werden. Ja. Das ist übrigens immer dezent. So ein Spruch, das ist immer so ein Spruch, den ich bringe bei Gruppenbildern, wenn ich es mal mache. Wenn die Leute mal so ein bisschen enger zusammenrücken sollen, dann sage ich mal so, ich habe einen Weitwinkel drauf. Alle, die außen stehen, sehen 20 Kilo dicker aus. Und was meinst du, was dann passiert? Ja, dann machen die, macht die Gruppe und stehen alle so, wie du sie haben willst. Ja. 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 Oder der Klassiker, man sagt dann bitte ein ganzes Stück nach links gehen. Ja, genau. Nein, ich meinte einen Meter. Genau. Dann kommt nur ein paar Zentimeter, ein Schritt. Ja. Genau. Ja. Ja, cool. Wenn du mit was arbeitest du an Licht? Was, also so jetzt bei Fashion-Bereich, mit was arbeitest du an Licht? Ist es da, bist du da flexibel oder hast du da auch so Favoriten? Ja, also da bin ich total unflexibel, weil ich ja so wirklich nur eine Heavy-Userin von Profoto bin. Mhm. Und da habe ich zwei B10 Plus und zwei A1, beziehungsweise einen A1 und dann einmal den A10 oder der, das müsste der neue sein. Ich komme immer mit dem X durcheinander bei Profoto. A ist der Aufsteckblitz. A1 ist der Vorgänger vom A10 und okay. Ich glaube, jetzt gibt es, genau, und es bei den B10 gibt es aber jetzt schon B10X. Okay. Und es gibt B10 Plus. Also ich komme tatsächlich ein bisschen durcheinander. Mhm. Ich habe die B10 Plus und da gibt es aber schon wieder Nachfolger. Ich glaube aber, die unterscheiden sich tatsächlich nur in der Recycle Time von den Blitzen. Also jetzt nicht unbedingt in der Leistung da. Also das ist nur so schneller geworden. So ein bisschen schneller. Ja, okay. Aber die Größe ist identisch, die Wattzahl ist auch identisch und keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Spitzenwerte, so beim HSS-Blitzen oder sowas, dass da nochmal ein bisschen mehr geht, aber die Leistungen sind die gleichen, ja. Ja, das heißt, Das heißt, du bist draußen auch tagsüber mit Blitzen unterwegs. Ja, total gerne. Also am liebsten wäre ich immer mit Blitz unterwegs. Ne? Okay. Also ich habe gerade vorhin Bilder bearbeitet und habe Outdoor geblitzt und da habe ich mir auch wieder so gedacht, ach, wenn ich irgendwie da noch flexibler wäre, also weil der Aufsteckblitz, der wiegt halt auch wieder, ne? Wenn man dann irgendwie mehrere Stunden Assistent kann man vielleicht auch nicht immer dazu buchen, aber wenn ich die Wahl irgendwie hätte, also einfach aus Budgetgründen, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer blitzen, immer. Okay. Ja? Weil du so viel mehr Informationen irgendwie rausholen kannst. Also du kannst es wirklich so individuell steuern. Also ich fühle mich dann einfach, also nicht sicherer, sondern ich qualitativ hochwertiger. Ne? Ja. Also du hast ja wirklich ein qualitativ hochwertigeres Bild am Ende des Tages. Ja, man hat mehr Informationen im Bild, da hast du recht. Wenn man es natürlich richtig macht, klar. Mhm. Und die Bilder sind natürlich auch ein Stück weit knackiger, ne? Kann man auch so sagen. Ne? Also so würde ich es bezeichnen. Also ich würde jetzt dieses Wort dafür benutzen. Man muss es halt beherrschen, weil ich finde Blitzen, wenn man es nicht beherrscht, sieht es dann auch sehr künstlich aus. Also kann sehr künstlich aussehen, wenn man es nicht richtig macht in meinen Augen. Ne? Deswegen, ich glaube, da haben auch viele da so ein bisschen nicht Angst vor, aber ich sage jetzt mal so, nimmt man doch dann mal hin und wieder auch mal Abstand und sagt so, draußen, ich will es eher natürlich haben und so weiter. Ja, aber in Wirklichkeit ist es so, dass die Leute sich nicht damit beschäftigt haben und somit auch nicht beherrschen. Dann muss man einfach sagen, es ist auch viel Gewohnheit. Ne? Mhm. Also jemand, der irgendwie seit 10 Jahren Available Light Fotograf ist, der hat sich ja auch an diesen Stil einfach gewöhnt und mag das dann im Zweifelsfall auch und das ist ja auch nichts Schlechtes. Ne? Ja. Und mit den ISO-starken Kameras, das ist ja alles machbar. Also da geht es ja gar nicht darum, dass das nicht machbar ist. Aber ich mag einfach den Look lieber. Mhm. Ne? Der Look ist also massiv anders, ja, das stimmt. Ja. Ja. Genau. Ja, natürlich. Also ich glaube, man, das ist auch so etwas, dass man da auch so seinen Blick sozusagen schult auf etwas. Ja. Und
dass man dann irgendwann auch sagt, naja, also ein Foto von mir sieht halt immer so aus und nicht anders. Kann man so sagen? Also dass du sagst, also für meinen Stil ist es zwingend oder relativ zwingend wichtig, dass da ein Blitz mit im Spiel war? Ja, für meinen Stil auf jeden Fall. Also gerade jetzt im Bereich Fashion, die Bilder, die man outdoor sieht von Kampagnen oder freien Arbeiten weniger, weil da probiere ich dann auch gerne mal was aus. Aber gerade bei kommerziellen Kampagnen outdoor, das ist alles geblitzt. Ja. Muss auch. Weil es fängt ja damit an, dass wir irgendwie Informationen von den Taschen, ich mache irgendwie shoote eine Taschenkampagne und dann ist die Tasche irgendwie plötzlich im Schatten, weil wie auch immer, so, da muss ich ja blitzen. Ne? Mhm. Also da habe ich ja gar keine andere Möglichkeit, das auszugleichen. Ich kann ja nicht eine ganze Mannschaft dann irgendwie bitten, jetzt mal 10 Meter nach links, weil da jetzt die Sonne. Ne? Also da muss man ja viel flexibler sein on location, was das Licht angeht. Und da muss man dann einfach blitzen. Ne? Mhm. Das geht gar nicht anders. Und nutzt du dann die Blitze wirklich mit Softbox und allem drum und dran? Oder ist das dann so, dass du dann auch relativ hart da zur Sache gehst und praktisch, wie soll ich das sagen? Mit Normalreflektor würde man sagen, aber ich glaube, die Pro-Fotos, die brauchen gar keinen Reflektor, ne? Die haben einfach so. Ja. Die sind super. Ja. Die gehen. Also on Location nutze ich tatsächlich gerne den Beauty Dish. Von dem mobilen Pro-Foto-System. Das haben wir auch auf der Sony Pro Conference Tour gezeigt. Das ist so ein Zwischending zwischen harter Snoot und großer Softbox. Ja. Je nachdem, wenn ich jetzt ein Model habe, ne, bei zwei Models wird es dann schon eng. Und eigentlich muss man dann auch mehrere Blitze nutzen, wenn man jetzt bei dem Beauty-Dish bleiben würde. Also da würde man dann zu einer großen Octabox oder so wechseln. Kommt immer drauf an. Bei ein bis zwei Models und ja, aber ansonsten die große Softbox beziehungsweise Octabox, die habe ich zum Beispiel, da bin ich recht happy damit. Klar, ne, weil dann geht es eben darum, alles auszuleuchten. Ja, ja, von Kopf bis Fuß. Aber wenn man so ein bisschen Spannung im Bild erzeugen darf, ne, weil es jetzt irgendwie das Cover vom Lookbook ist oder ein Cover vom Magazin, wie auch immer, dann kann man da ruhig auch mal, also finde ich persönlich, zu anderen Lichtformen greifen. Ne? Das ist super easy halt auch mit dem System. Es einfach klack und dann ist der andere Lichtformer, also dann ist der Lichtformer ausgewechselt. Das ist halt echt super easy. Ja. Mir kommt es gerade so ein bisschen die Frage, weil wir reden jetzt auch gerade sehr viel über Technik und Co., was man natürlich ja auch eigentlich von vielen Frauen gar nicht mal so gewohnt ist, was ich jetzt, also das hat nichts Negatives, da hatten wir schon mal eine Folge mit Kim ja auch drüber, dass da auch jeder so seine Stärken und Schwächen halt auch einfach hat, ne? Mich würde aber trotzdem mal interessieren, wie technisch für dich eigentlich quasi noch so deine Fotografie ist. Also ist das etwas, wo du sagst, ja, das musst du beherrschen und ist aber trotzdem Nebensache? Oder gehst du da schon sehr strukturiert ran, dass du sagst, okay, ja, ich weiß ganz genau, was ich jetzt hier blende und so. Hast du die Vorstellung quasi schon vorher oder ist das eher so im Flow? Ja, also ich bin ja in letzter Zeit auch super gerne offenblendiger unterwegs, wenn es der Kunde oder das Thema erlaubt, was halt eben nicht oft der Fall ist, ja, gerade im Bereich Beauty, da muss die Lippe genauso scharf sein wie die Haare und so weiter, aber genau, da mache ich mir dann schon vorher Gedanken, ob ich jetzt mich da künstlerisch ein bisschen mehr entfalten darf, weil wie gesagt, im kommerziellen Bereich ist man da schon sehr limitiert, was jetzt Blende angeht, Schärfe, grundsätzlich im Bild und so weiter. Auch das Licht, ne? Also dieses harte Licht, was ich ja super gerne mag, das mag nicht jeder. Und das ist auch nicht überhaupt nicht kommerziell. Deswegen weiß ich das weiß ich eigentlich schon vorher. Und im Idealfall hat man wirklich mindestens einen Assistenten bei so einem Fashion-Shooting oder Beauty-Shooting, vor allem beim Fashion-Shooting, sodass man selbst sich dann auf Bildkomposition und das Color Grading und sowas wirklich fokussieren kann und dann der Assistent auch mal den Job übernimmt mit dem Licht, einfach um das Model herumzuwandern, zu gucken, was passiert. Ne? Also so mit meinen
wenigen Assistenten bin ich da sehr eingespielt. Mhm. Und da haben wir dann auch schon mal, wenn wir einen ganzen Tag Zeit hatten, gut und gerne experimentiert, ja, oder mal ein komplett anderes Dauerlicht bestellt, geguckt, was passiert, ja. Also ist auch immer eine Budgetfrage, weil das Lichtequipment geht ja separat. So, und wenn man da irgendwie nochmal ein bisschen Puffer hat für komplett anderes Licht, ja, mega geil, ne? Dann kann man da auch mal ein bisschen was ausprobieren. Und vor allem, wenn der Kunde offen dafür ist. Das ist eigentlich auch so die Hauptfrage. Meine Kunden sind da meistens sehr offen und vertrauen auch, ja. Was ich sehr cool finde, weil dann können wir echt experimentieren und ja, keine Ahnung, mal irgendwie eine weiße Vignette oder so, ne? Also ja, sowas halt, ja. Das ist natürlich, wird wieder modern, ich sag's. Ja, ich glaube auch, also das, was ich ja spannend finde, und das hört man ja auch raus, ist, dass also die Technik ist für dich, das ist eine reine Vorbereitungssache, ne? Also das passiert im Vorhinein, ne? Und dann der Rest ist ja dann in der Fotografie ist wieder was anderes. Ne? Also wenn du schon sagst, der Assistent nimmt dann was ab und so, also finde ich spannend, ja. Wie ist das dann so bei der, was gehört denn so sonst so zu deiner Vorbereitung? Also ich meine, bist du da bei den Moods dann auch schon sehr, also guckst du schon auch, dass Moodboard und Co. alles da ist, oder passiert da auch vieles spontan beim Shooting? Nee, das ist eigentlich das, wo wirklich die meiste Vorbereitung drinsteckt, neben dem Thema Model buchen, Fashion Stylistin buchen, Make-up Artist und Team zusammenstellen, Location scouten und so weiter. Also eigentlich klassische Produktionerinnen-Aufgaben, ne? Das übernimmt ja auch oft der Fotograf oder die Fotografin, was auch okay ist, also mache ich gerne. Aber Moodboard, das ist wirklich so die Hauptarbeit, ne? Weil da entwickeln sich dann auch mal so Ideen wie, hey, wollen wir nicht mal eine Set-Designerin dazu buchen, weil wir irgendwie das Model halb im Wasser stehend haben wollen. Und wie kriegen wir das hin? Ne? Und das, solche Themen haben dann eben auch dazu geführt, dass wir selbst schon Setbau betrieben haben, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen jetzt hier so ein 4 Quadratmeter Cube haben, ja, gibt's nicht. Okay, dann selbst bauen. Ja. Genau, und sowas haben wir dann auch schon gemacht, ja. Oder dann als Set-Designer dazu gebucht und das entwickelt sich erst aus der Erstellung des Moodboards heraus, ja, wenn man dann weiß, okay, und dann weiß ich, wie viel Platz habe ich beim Kunden oder wie viel Spielraum auch, was die Kreativität angeht. Und dann, wie gesagt, im Idealfall auch ein Set-Designer. Ja. Also da steckt ja ein bisschen mehr dahinter bei so einem Fashion-Bild als nur einen Papierhintergrund und das Model davor gestellt. Klar, das geht auch, ja, gerade im Bereich E-Commerce und so weiter, aber in einer perfekten Welt, ne, hat man auch einen Set-Designer mit dabei, der da auch nochmal seine Ideen reinpackt. Ja, und das macht dann ein ganz außergewöhnliches Foto. Ja, da steckt wirklich, da steckt ein ganzes Team dahinter. Wo holst du deine Inspirationen so her für ein Shooting? Hast du da bestimmte Quellen oder bist du da? Ja, viel bei ausländischen Fotografen. Das wechselt auch immer mal, also weniger bundesweit oder überhaupt in Deutschland, weil das hat sich auch einfach so ergeben, ne? Also ich glaube, mein Stil ist auch vielleicht gar nicht so unbedingt, also das ist auch ist so eine so Frage, deutsch, die ich mir oft gestellt habe. Ja, wie ist denn mein Stil? Ist der irgendwie London, Paris, New York oder weder noch komplett eigen? Keine Ahnung, kann ich bis heute nicht beantworten. Aber klassisch deutsch würde ich ihn, glaube ich, auch nicht bezeichnen. So. Und deswegen, also ich hole mir viel Inspiration im Ausland. Und da auch von ganz unbekannten Fotografen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat oder Jungfotografen, so ganz crazy Inspiration. Und dann nehme ich mir so das daraus, was ich irgendwie gut finde und entwickle dann so meinen eigenen Style. Und es gibt so ein paar Faktoren, die immer dabei sind. Das ist die Körnung, ne? Die Körnung ist immer dabei, der Blitz ist immer dabei. Und da hatten wir ja auch letztens schon drüber gesprochen, Timo. Du sagst, meine Bilder haben einen Wiedererkennungsstil. Man selbst sieht es ganz anders als Fotograf. Also
Ich finde es ganz spannend. Ich habe mich selber jetzt auch mir geht es auch ganz oft so, ne? Also ich habe auch ganz oft so, dass ich sage, naja, weiß ich nicht, was ist denn da mein Stil? Und dann kriege ich auch irgendwie gesagt, ja, das ist ein Timo-Bild oder Stefan. Ich hatte die gleichen Gespräche auch schon mit Stefan, ne? Also wo ich auch zum Stefan sage, hier, das ist doch von dir. Und sagt er, ja, also, ne? Also das ist, das sieht man selber nicht. Ich habe mich aber selber dabei ertappt, weil ich habe mir ja fest vorgenommen, ein bisschen aktiver zu werden auf Instagram, was ich mir schon ewig vorgenommen habe. Und jetzt habe ich ja endlich mal geschafft, wieder was zu posten. Wann, vor 3 Wochen? Nee, letzte Woche. Letzte Woche. Ja, Mensch, wir haben jetzt hier Dienstag zu der Zeit der Aufnahme, also alles gut. Nee, und dadurch bin ich einfach alte Bilder wieder durchgegangen, ne? Darauf wollte ich nämlich hinaus, alte Bilder durchgegangen. Und dann habe ich erstmal wieder so gemerkt, die Wahrnehmung nach einer gewissen Zeit, wenn man ein bestimmtes Bild lange nicht gesehen hat, ne, da merke ich dann schon auch, dass ich mich selber überrascht fühle, wo ich dann sage, das ist ein schönes Bild, und ich dann selber noch überlegen muss, das stimmt, das ist ja von mir. So. Da kommt erst dann wirklich so dieses Wertigkeitsgefühl rein, ne? Also wo ich dann merke, so auch mit der Zeit, wenn ich das Bild quasi los davon bin und weg bin von dem, wie ist es entstanden, wie habe ich es bearbeitet und so, wenn das vielleicht auch schon ganz grau nur noch irgendwo hinten im Kopf steckt, dann selber sehe ich dann erst die Wertigkeit hinter dem Bild. Mhm. Ja. Also ich habe jetzt mir gerade nochmal deine Bilder angeguckt. Ich meine, ich folge dir schon zwar ein bisschen länger, aber so von wegen Stil, also wenn ich da jetzt mal so durchgehe, dann sehe ich sozusagen, wie soll ich das sagen, ganz viel, so gerade mit den Schnitten und so weiter, die du anwendest, das sieht nicht nach typisch deutscher Fotografie aus. So, das ist manchmal so ein bisschen, ist nicht so korrekt geschnitten, sagen wir mal so, sondern eher kreativ. Ja, und das meine ich wirklich im positivsten Sinne. Und das macht die Bilder doch wirklich aus. Also, was weiß ich, ein halbes Auge weggeschnitten hier, ja, wo ich dann denke, so, ja, okay, da kommt man nicht so schnell drauf. Ja. Aber das macht es halt dann am Ende dann halt aus, wo ich sage, also das hier, ne? Ja, wo ich sage, so, ja, das ist also, sagen wir mal so, ein Kameraclub wird das auseinandernehmen. Ja, wird sagen so, ey, das ist aber nicht, ne, das ist nicht korrekt und dies und das kannst du ja nicht machen. Hast mal eine Drittelregel gedacht, ja, oder die Person in die Mitte stellen und so weiter. So, ja, also du bist sozusagen out of the box unterwegs. Out of the box und du bist halt, also Kameraclub kann dir mal gestohlen bleiben, habe ich den Eindruck. Deswegen nehmen die mich nicht auf. Ja, genau. Endlich sagt mir mal jemand. Ja, die sagen, du musst nochmal einen Workshop machen. Genau, mach mal. Schneid mal vernünftig. Mein Gott, das sieht ja aus. Ja, aber ich glaube, das ist so etwas, das ist, sieht man zumindest hierzulande nicht so oft. Und da sieht man dann halt auch deinen Einfluss, der aus dem Ausland kommt. Und das finde ich mega gut, ganz ehrlich. Ja. Dankeschön. Bitte. Ja. Ja. Wenn du, also wie wichtig ist für dich generell so, also Social Media und Co. in dem Bereich? Ist das etwas, wo du sagst, ist das für dich ein Portfolio oder hat das schon auch so sein, also, weil ich frage mich halt, ob du auch wirklich Kunden, also gerade im Fashion-Bereich Kunden über Social Media bekommst oder ist das eigentlich eher nur so ein Portfolio für dich? Also tatsächlich für die wenigen Setcard-Shootings, die ich so pro Jahr habe, da kommen die Anfragen, also ich glaube, das sind so 1, 2 im Jahr vielleicht 5, 6, ne, Setcard-Shootings. Und da kommen die Models tatsächlich über Instagram auf mich. Mhm. Ja. Aber ansonsten habe ich da keine Jobanfragen, keine. Ja. Und nee, also ich wüsste nicht, ob jemals ein Kunde, außer jetzt, wie gesagt, die Setcard-Shootings über Instagram, man weiß es natürlich auch nicht immer, 100%. Also es kann schon sein, dass die einen auf Instagram mal gesehen haben und dann irgendwie auf die Homepage kommen, ne, und da, aber nicht wissentlich. Ja, und Social Media, also ich würde super gerne komplett drauf verzichten, weil
es einfach ein riesen Zeitfresser ist, aber ich glaube, dass es dazugehört, um eben genau das, was du gesagt hast, das aktuelle Portfolio oder ein aktuelles Portfolio zu zeigen, ja, wie so eine zweite Homepage, aber auch darüber hinaus viel oder mehr Informationen zu der eigenen Person. Ja, also ich glaube, dass man Personal Branding super auf Instagram und Co. Betreiben kann und auch sollte, wenn man zum Beispiel bekannter werden will oder netzwerken will oder was auch immer man so für Unternehmensziele hat. Ne? Machst du das dann über die Stories oder hast du, weil, also wenn ich deine Seite so mir angucke, ne, das finde ich, deswegen ist mir auch direkt schon das Portfolio schon in Gedanken gewesen, weil man sieht bei dir sehr gut halt, dass du bestimmte Zeiten, also so die letzten so und so viel Posts, gehst du bestimmt nach einem bestimmten Farbschema und du hast quasi echt so einen Farbverlauf auch in der Story so drin, das finde ich ganz schön. Und auch sehr konsequent, ne? Man muss ja auch immer ein bisschen da im Voraus planen, weil ich habe, also wenn ich persönlich nach ein paar Shootings, also ich müsste jetzt quasi aus meinem ganzen Portfolio gehen, aber im den Alltag, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, alles schon gepostet habe, was ich mal gemacht habe, ne, quasi dann immer daran zu denken, ich muss im nächsten Shooting, um quasi die Bilder wieder da reinzupacken, lila mit einbauen mal als Beispiel, ja, finde ich gar nicht so einfach, ne? Also das ist schon auch eine Herausforderung. Und deswegen sehe ich auch schon direkt heraus, dass das eher ein Portfolio halt ist, ne? Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, wie du es mit dem Personal Branding damit vereinbarst quasi. Ja, also tatsächlich würde ich das super gerne, also nur um einen Hinweis wollte ich noch geben zu dem Thema, wie ich meinen Feed plane. Das mache ich mit Unfold, mit dieser App. Da kann man ja tatsächlich die Bilder einfügen, da gibt es einen Reiter, sodass man sich das anschauen kann, wie das final aussieht, wenn man zum Beispiel jetzt 9 Bilder mit lila bespielt, so wie ich das gemacht habe. Ja. Das habe ich übrigens nur gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Follower das sich langweilen, wenn ich 6 oder 9 Bilder aus einer Serie zeige. Und ich finde es einfach wesentlich attraktiver so, wenn man immer mal anderen Content hat. Genau, und die Frage zum Thema Personal Branding, da bin ich einfach selbst tatsächlich nicht die allerbeste drin, weil ich super wenig Zeit da investiert habe oder einfach mehr Zeit investieren müsste. Aber das funktioniert genau so, wie man es dann teilweise schon bei mir sieht, im Sinne von, ne, immer wieder eine Story, also wirklich sehr viel Content. Also es geht schon so in die Richtung Blogger, Influencer, dass man viel vor der Kamera spricht, die Leute dann irgendwie auch Vertrauen aufbauen, weil sie dich kennen, ne, und weil sie wissen, wer du wirklich bist, ja, wie dein Lifestyle ist, wie dein Alltag aussieht. Und dann fangen sie sich ja auch irgendwann an zu interessieren für dich als Person, ja, und nicht nur für, Christiane, die Fotografin oder die tollen Bilder von Christiane, sondern in erster Linie Christiane oder die sympathische Christiane und Fotografin ist sie auch noch so, ne, aber da bin ich auch noch nicht noch lange nicht auf dem perfekten Weg, weil das ist super zeitintensiv und jeden Tag eine Stunde zu investieren für Social Media. Also ich mache in der Zeit irgendwie Fotoshootings und bearbeite Bilder, ne? Das ist, da habe ich wirklich allergrößten Respekt vor Bloggern und Influencern. Ich kenne einige und ich sehe, was das für eine Arbeit ist. Ja, also und ich will auch noch ein Leben haben, ne? Also Ja, das ist ja bei diesen Leuten ist ja auch nicht so, dass die jetzt eine 5-Tage-Woche haben, sondern halt eine 7-Tage-Woche und ohne Urlaub. Ja, und gerade aus dem Urlaub sozusagen geblockt wird und so weiter. Also da wollte ich auch nicht mit tauschen. Und wenn du sagst so, du, ich brauche mal 2 Tage frei, dann machst du das einfach, sag ich jetzt mal. Ja, das ist halt auch nochmal ein Riesenunterschied. Und also ich wollte es auch nicht machen. Also ernsthaft nicht. Warte mal. Ja. Das heißt, du sagst, okay, du hast jetzt so für Social Media sagst du, okay, diese Stunde, die will ich gar nicht investieren und so weiter und so und lieber mache ich Shootings und das heißt also, du hast wirklich also einen geregelten Arbeitstag,
wo du sagst, okay, jetzt setze ich mich erstmal 5 Stunden hin und bearbeite Bilder oder habe jetzt ein Shooting. Also es ist sozusagen auch wirklich toujours dann, wie jeder andere dann auch normal zur Arbeit geht, so ein 9-till-5 oder wie sieht das bei dir aus? Also mein Biorhythmus ist eher 1-10. Okay. So ähnlich. Weiß ich nicht. Ja. Genau. Aber nee, also ich fange irgendwie morgens um 9 Uhr an. Ich habe aktuell auch noch ein Coaching. Das geht noch bis Mai. Da habe ich 2x am Tag werde ich quasi gecoacht. Mhm. Ja, das nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Momentan ist eigentlich auch ein Fulltime-Job und das noch neben den normalen Fotojobs. Ja, da versuche ich einiges zu optimieren, hab auch schon einiges optimiert, was jetzt Bildbearbeitung angeht. Ja, ich arbeite ja auch mit externen Retoucheuren zusammen. Mhm. Gerade jetzt, wenn Bilder irgendwie innerhalb von 1-2 Tagen geliefert werden. Wir waren beispielsweise mal auf der Fashion Week in Berlin und da mussten halt über Nacht schon 7 Bilder retuschiert werden. So ist ja klar, dass ich mich nicht nachts hinsetze und selbst Bilder retuschiere, wenn ich einen 12-Stunden-Tag habe. Ne? Ja. Mhm. So. Und da kann man viel automatisieren bei der Bildbearbeitung. Und genau, das heißt, da habe ich wenig Zeit noch, die ich einfach für Bildbearbeitung, also früher habe ich jedes Bild selbst bearbeitet, 3 Stunden lang, ne, damit ich auch meditatives Arbeiten, die Retusche. Ist es auch nach wie vor, ne? Ja. Aber die Zeit ist einfach. Das ist genau dasselbe wie beim Thema Video und das Video selbst schneiden. Ja. Ja. Ist einfach super viel Aufwand und in der Zeit kann man ja auch schon wieder neue Kunden akquirieren. So. Ja. Und ich verbringe halt wirklich am liebsten Zeit damit, Kundenakquise zu machen. Ja. Weil ich da halt Erfolge sehe. Ne? Mhm. Und ich bin halt so echt sehr erfolgs- und umsatzorientiert. Ne? Und ja, weil sonst, weiß ich nicht, ich verdiene einfach gerne Geld und das, ja, das deswegen mache ich halt auch viel Vertrieb. Ne? Ja, weil, ist ja auch vollkommen legitim, ja. Genau, ja, und ich meine, wir hatten das ja auch letztens beim Thema, bei der Sony Pro Conference Tour mit dem Thema Bildbearbeitung. Ne? In der Zeit, wo man irgendwie 2000 Bilder bearbeiten könnte, kann man auch schon wieder 2 neue Aufträge shooten. Ja. Ne? Und das ist es halt im Endeffekt, ne? Mhm. Ja. Genau, nee, also das so sieht mein Alltag aus und aktuell mit dem Coaching und ja, viel auch, ich sag mal so ein schönes Beispiel, wenn man jetzt seine Homepage aktualisiert oder sich auf verschiedenen Plattformen sein Portfolio aktualisiert, das gehört ja auch zum Vertrieb. Natürlich. Mhm. Na? Ja, klar. Also alles, was Außendarstellung ist. Ja. Genau. Ja, klar. Ja, das ist so, wo dann die meisten sagen, ja, muss ich da auch noch jetzt mein Portfolio aktualisieren auf der Plattform natürlich. X und Y und Google, keine Ahnung, die Bilder auf der Homepage aktualisieren etc. Das sind alles Vertriebstätigkeiten. Absolut. So. Wenn du selber in die Akquise gehst, suchst du da auch schon potenziell generell Firmen oder Projekte, wo du auch einfach Bock drauf hast? Oder ist das da, bist du da auch manchmal, sagst du, okay, ich gehe jetzt hier regional und gucke erstmal in der Region Leute zu akquirieren und da ist jetzt erstmal egal, was die Firma macht? Also glücklicherweise wurde ich oft gefunden, ne? Also so wirklich bei meinen Lieblingskunden, regional auch, was ich immer ganz cool fand, weil ich glaube im Frankfurter oder im Rhein-Main-Gebiet ist jetzt nicht so Fashion-Fotograf-lastig wie in Berlin beispielsweise. Ja. Also man hat da glaube ich schon einen Wettbewerbsvorteil durch die, einfach durch Frankfurt, ne? Durch die Region, aber ich spreche in erster Linie den Bereich an, der mir Bock macht. Also wenn ich jetzt Beauty-Kunden anspreche, dann sämtliche Beauty-Kunden, die ich irgendwie vertreten kann, so von meinem moralischen, weiß ich nicht, ne? Also vegane Firmen finde ich halt meistens ganz cool. Mhm. So, und das sind immer die, wo ich die ich als erstes anspreche. So, und dann, ja, was ich auch mache, ist Messeakquise, ne? Ja. Also, dass man da wirklich auf den Veranstaltungen ist, wo man die Entscheider direkt spricht. Da gehört unheimlich viel dazu zum Thema Vertrieb, ne? Also, es ist ja wie so ein kleines Unternehmen, was man da führt. Mhm. Und dazu, ich meine, in anderen Firmen gibt es da ein ganzes Vertriebsteam, ne? Also, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und das ist auch immer wieder oder nachfassen.
Ne? Das ist auch so ein schönes Thema. Ich habe ja auch auf meiner Masterclass, habe ich ja auch am 16.04. einen Vortrag halte ich zum Thema, wie mache ich mehr Umsatz als Fotograf? Und das Thema Nachfassen, das ist sowas, wo viele Umsatz verschenken. Ja? Sie haben den Kunden irgendwie einmal bedient und das war's. Ne, dann haben die wenigsten Fotografen vielleicht auch ein CRM-System oder so. Ne? Ja. Aber es spricht ja nichts dagegen, den Kunden nach einem halben Jahr auch mal anzurufen, zu fragen, hey, wie schaut es denn aus? Wir haben von einem halben Jahr das letzte Mal eine Kampagne gemacht. Wie ist eure Planung? Und dann sagen die irgendwie, hey, cool, dass du anrufst. Wir sind hier gerade in der Planung fürs nächste Shooting. Ne? Ja. Und zack. Hast einen Auftrag. Dann, so kann es auch laufen. Ja, natürlich. Also ich bin selber hauptberuflich auch im Vertrieb, deswegen, also ich kenne die ganzen Themen. du kennst die ganzen Themen, ne? Ja, aber gut, unsere Hörer vielleicht nicht so. Deswegen, also da war dieses Follow-up und so weiter, das ist total, total wichtig. Auch alleine so Sachen wie, du verschickst ein Angebot, ja, und dann sitzt du dann da, also es gibt Leute wirklich, die sitzen dann da und warten, dass dann dem ich das Angebot geschickt habe, dann auch von sich aus dann ja sagt. Ne? Aber dass man mal, ich sag jetzt mal nach 2 Tagen mal anruft und sagt so, hey, ich habe dein Angebot geschickt, wie sieht's denn aus? Ja. Also da gibt's ja auch so ein Zeitfenster letztendlich. Ne? Das lernt man ja auch im Vertrieb so, ne? Also wo dieses Zeitfenster genau sitzt, wann man den dann anrufen kann und so weiter. Und das sind so Sachen, also da verschenken sicherlich auch viele Leute was, ne? Also ist ganz, ganz, ganz wichtig, Follow-up und wie du auch sagst, mit einem CRM-System, wo ich genau sehen kann, aha, so sieht's aus, ja, du hast im Prinzip Auswertungen und, wo du wirklich sehen kannst, was läuft tatsächlich, ne? Du musst es halt pflegen, das ist halt auch dann wiederum Vertriebsarbeit, ne? Du musst halt dann dein System pflegen, aber wenn es gepflegt ist, ist das eine unglaubliche Hilfe, ja, weil du denkst nicht an alles. Das ist auch in der Hochzeitsfotografie, auch wenn da quasi im Privatkundenrecht nochmal das eine ganz andere Geschichte ist. Aber auch da kann ich gerade heute von einer Geschichte erzählen, da hatte ich, es zahlt sich aus, quasi auch einfach die Anfragen mit dem Datum und den Namen mal irgendwo separat zu sortieren, notieren und nicht quasi nur in den E-Mails versauern zu lassen, ne, eine Anfrage. Weil ich hatte nämlich jetzt eigentlich ursprünglich ein Pärchen, die hatten erst ein Datum angefragt, wo ich schon gebucht war. Jetzt hatte ein Brautpaar, dann hatte ich den schon abgesagt, ne? Dann hatte aber 2-3 Tage später, hatte das Paar mir geschrieben, dass ihr Geburtsdatum fürs Kind, was jetzt kommt, genau auf die Hochzeit fällt. Und sie dementsprechend natürlich jetzt doch verschieben müssen. Und dann habe ich nochmal meine Liste geguckt. Ah, da war diese Anfrage nochmal geschrieben. Und sie sagt, hier, wie sieht's denn aus? Der Termin ist wieder frei geworden. Ich könnte eure Hochzeit doch begleiten. So, und super. Und heute habe ich die Reservierung rausgeschickt. Also habe quasi das Wochenende nicht verloren. Ja, und hab die Buchung. Ja, perfekt. Ja, also deswegen, super. Das macht echt viel aus, ne? Einfach nochmal sich zu melden und auch selber nochmal nachzuhaken, ne? So. Absolut. Ja, mega. Ja oder schreibst dir in Kalender, wenn du sagst, ich habe ein Angebot dann und dann rausgeschickt, ja, dann schreib dir in den Kalender in 2 Tagen nachfassen. Ja. Ja, und dann poppt das auf und dann musst du es halt machen. Ja, so Sachen halt, wenn du halt kein CRM hast, mein Gott, man hat ja Outlook oder... Das geht auch mit Excel, ja. Ja, oder, ja. Ey, ganz ehrlich, ich mache das auf dem Zettel, also mit Papier und Stift mache ich das, ne? Also ich habe immer da einen Hauptsache, Zettel mit aktuellen Anfragen und dann streiche ich die irgendwann durch oder mache nochmal einen Haken oder, also ich habe so ein bisschen... durchgestrichen heißt, hat sich komplett erledigt und manchmal mache ich einen Haken für nochmal nachgefragt, so. Und dann irgendwann streiche ich es durch, wenn es entweder komplett raus ist oder die buchen, haben gebucht. Ja, ja, das System muss ja nicht digital sein. Also man muss einfach nur ein System haben, wo man sozusagen eine Erinnerung sozusagen irgendwie generiert für sich, ne, dass einem nichts sozusagen flöten geht und dass man einfach eine gewisse Übersicht hat und ob das dann im Prinzip mein Wandkalender ist oder Excel, oder ein richtiges CRM. Ich weiß gar nicht, ob es so abgespeckte CRMs für Kleinunternehmer gibt oder was. Hast du sowas?
Ja, also ich wollte mir mal angucken, close.com. Und das andere hatte ich mir notiert, aber Es gerade gibt vergessen. Ja. eins, ich glaube, die guckt auch gerade zu, oder ich weiß nicht, ob sie noch drin ist, aber die hat mir, ich glaube, Kupferkind-Fotografie guckt gerade noch zu. Ja. Die hatte mir letztens etwas empfohlen für, also so quasi auch so ein CNM für quasi für den Hochzeitsbereich. Ah ja. Ah ja, okay. Habe ich aber gerade nicht auf dem Schirm. Ja. Ja. Soll aber gut Ja, sein. ich bräuchte halt für die Beauty- und Fashion-Geschichte und gerade wenn man halt viel Akquise macht. Also ich habe jetzt, mir wurde close.com empfohlen, aber ich habe es mir selbst noch nicht angeschaut. Ja, aber ich glaube, da findet man was. Also, und bevor man gar nichts macht, bloß einfach anfangen und mit Excel arbeiten. Also, weil das Schlimmste ist, wenn man dann irgendwie einen Vorwand, so, ah, ich muss erst ein CRM-System und das muss auch noch und Nee, so. nee, nee, Und nee. dann kommt man gar nicht in die Gänge. Ja. Ne? Also deswegen einfach machen ist die Devise, ja. Ja, aber ich kann dir sagen, weil ich den Vergleich habe in meinem Hauptjob, ich habe früher mal in einer Firma mit Excel arbeiten müssen, weil wir kein CRM hatten, weil die, ich muss es einfach so sagen, die, ich nenne ja auch jetzt keinen Namen, die Firma einfach viel zu geizig dafür war damals. Und jetzt in einer anderen Firma, wo ich jetzt arbeite, die haben ein CRM, das basiert, das ist von SAP, letztendlich basiert auf SAP. Und da hast du mit Tools wie Power BI und so weiter eine Auswertemacht sozusagen. Natürlich ist das jetzt für größere Betriebe und für viele Kunden gedacht und so Ja. weiter, wo du wirklich genau gucken kannst, ja, was ist sozusagen tagesaktuell los und wo sind meine Verlierer, wo sind meine Gewinner und also wirklich krass. Ja, was du nicht brauchst in dem Sinne, ja, aber wenn ich dann sehe, wie groß die Unterstützung da jetzt ist, ja, und wie automatisiert das auch teilweise ist und du dann sozusagen wirklich nicht mehr der bist, der sozusagen Informationen sucht, sondern dann wirklich auch entscheidet. Ja, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt sozusagen meine Arbeitszeit damit verbringe, ob ich jetzt Entscheidungen treffe oder erstmal suchen muss, na, was ist denn jetzt eigentlich hier los? Absolut, ja. Ja. Oder sogar, wenn du sogar Hot Leads bekommst, also warme Leads, damit ist gemeint, also potenzielle Kunden, die Interesse haben, also die ernsthaftes Interesse haben, ne? Also dann kann man anfangen, überhaupt das Ganze zu lenken, ne? Weil Richtig. wir machen ja oft Kaltakquise, das heißt, wir rufen kalt, was ja im B2B-Bereich auch erlaubt ist, Klar. Firmen an, ne? Und in der Hoffnung, dass sie vielleicht Interesse haben, einen Fotografen zu buchen. Aber wenn man dann vielleicht mal in einen Bereich reinkommt, wo man mit warmen Leads arbeitet, dann fängt es auch an, Spaß zu machen. Ich Ja. weiß nicht, ob ich im Fotografiebereich da nochmal in den Genuss komme, aber eher nicht. Aber naja, man kann da mal träumen, ne? Aber Kaltakquise kann auch Spaß machen. Also ich muss sagen, Okay. also ich bin da auch schmerzfrei, ganz ehrlich. Ja, Also. klar, wenn man kommunikativ ist und auch sich für das Gegenüber interessiert, ne? Absolut. Ich sag da auch eigentlich ganz ehrlich, wer was will, der muss sich selber drum kümmern. Ne? Das Ja, ist natürlich. einfach so, ne? Und das ist jetzt egal, ob das Akquise, also quasi wirklich um Kunden und Umsätze zu generieren, oder ob es einfach nur darum geht, in der Wissensbeschaffung, in der Organisation, in der Weiterbildung etc. Ne? Wer was wissen will, der muss sich selber drum kümmern. Richtig. Ja? Also Ja. wer, Ja, wer, wer, wer man von, ist ja bei dir genauso, ne? Also wer von dir lernen will, der braucht nicht hoffen, dass du dich jetzt irgendwie bei ihm meldest und ihm jetzt erklärst, wie Fashion-Fotografie geht, sondern der muss sich dann schon bei dir melden, ja? Ja. Oder den Workshop buchen. Ja, und dich halt buchen, ja, Ja, genau. Und nicht genau. irgendwie Die so. Masterclass, ja. Ja, Ja. aber so ist es. Und wenn man da auch so reingeht mit dem, ich bleib jetzt mal bei Akquise. Wenn man einfach da reingeht und sagt, okay, ich weiß, ein Großteil wird einfach Nein sagen, ja, dann ist das sehr entspannt, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass, wenn ich jetzt 10 Leute anrufe, jetzt nicht 10-mal ein Ja kommt und hallo, Jana, ich habe auf dich die ganze Zeit gewartet, ja. Sondern eher umgekehrt, dass sozusagen dann vielleicht einer sagt ja oder dann sagen vielleicht noch 2 weitere, naja, ich tue mal was für dich und so weiter, aber tut nie jemand. Das heißt also, wenn man da reingeht und sagt, okay, ich bin da echt entspannt und ich lebe sozusagen, ich lasse mich auch hier nicht enttäuschen, dann ist das, dann kann man das ja recht, ja, wie gesagt, entspannt sehen und da reingehen und sagen, okay, passt schon.
Ja, ja, muss man auch, ja. Ja, und dann bleibt, aber es fällt immer was ab. Es bleibt immer was übrig. Und das ist dann halt genau das, ja. Aber inwieweit ist das denn, du sagtest ja, dass du auch sehr, sehr viel von Empfehlungen sozusagen lebst. Kannst du sagen, so wie da der Anteil ist, oder kann man das gar nicht so beziffern? Also was Empfehlungen sind, was jetzt nur Neuakquise ist und so weiter. Och, schon so 80%, ne? Im Beauty- und Fashion-Bereich, ja. Ja. Und da sind es auch oft, habe ich mal reflektiert, Fashion-Stylisten gewesen. Ja. Ne? Oder einfach Leute, die ein gutes Netzwerk haben und auch angefragt werden. Ne? Also in der Branche gibt es ja auch viele, ich sage jetzt mal Vermittler, es geht so in Richtung Art-Buyer, Produktioner, also Leute, die ein großes Netzwerk haben, dafür vielleicht sogar auch gebucht werden, ne, ein Team zusammenzustellen und so Vermittlungspersonen, ne, so Vermittler ja letzten Endes. Und Repräsentanz quasi. Ja, genau, auch das, genau. Also einfach, ja, Leute, die ein großes Netzwerk haben und Entscheidungsträger sind, weil sie ein großes Netzwerk haben oder einfach auch Ahnung haben, ne, lange im Business sind in diesem Bereich Beauty oder Fashion. So, und darüber auf jeden Fall. Und ich habe ja auch von Anfang an geguckt, dass ich da mit Leuten zusammenarbeite, die einen Stil haben, den ich ganz cool finde. So, ne? Also ich habe schon sehr früh gewusst, so was mir gefällt und was mir auch nicht gefällt. So. Ja, also richtig. Was ich halt gar nicht mag, ist so der amerikanische Stil, so überretuschiert und alles perfekt ausgeleuchtet. Ne? Das bin ich halt überhaupt nicht. Was hat aber auch seine Daseinsberechtigung, also alles gut. Ne? Ja. Aber das bin ich halt nicht und deswegen brauche ich da jetzt auch nicht anknüpfen in dem Bereich und mein Portfolio aufbauen, weil das wäre gar nicht, würde gar nicht meinem Stil entsprechen. Ja, ja. Das heißt also letztendlich, du hast ein gewisses Netzwerk und diese Leute wissen auch, die Chrissy, die macht vernünftige Arbeit und so wirst du dann halt immer wieder angesprochen und gebucht. Letztendlich, also Qualität setzt sich dann am Ende dann einfach durch, ne? Kann man so sagen. Ne? Inwieweit spielen die Referenzen dann irgendwie auch noch eine Rolle? Also ich meine, du hast ja auch hier schon mit dem ein oder anderen Magazin also gearbeitet, die dann auch in deinem Portfolio sind und so. Also ist das quasi nur so ein Prestige oder hat das schon auch so eine gewisse Wirkung? Ich denke schon, dass das eine gewisse Wirkung hat. Das ist bei uns halt einfach so, dass wenn wir eine freie Arbeit machen, da genauso viel Enthusiasmus und Arbeit reinstecken, dass wir halt sagen, dann wird das idealerweise ein Editorial, sprich eine Veröffentlichung in einem Magazin, wenn wir schon so viel Liebe da reinstecken. Aber das ist auch nicht einfach. Das wird auch immer schwieriger, da in internationale Magazine überhaupt reinzukommen. Ja. Ich habe mir dieses Netzwerk von der Pike auf komplett selbst erarbeitet. Ja, also ich habe die Chefredakteure da weltweit, das habe ich mir alles selbst erarbeitet. Wirklich von der Pike auf. Ne? Also ich komme ja nicht aus einer Branche, wo ich irgendwie anknüpfen konnte oder sonstiges. Und das war wirklich reine Fleißarbeit, ja, die Kontakte, die ich da weltweit jetzt mittlerweile habe. Und wie gesagt, es ist immer schwieriger geworden. Ich meine, die kämpfen auch teilweise um ihr Überleben, gerade so Printmagazine. Aber es hat eine andere Wertigkeit, wenn man sein Bild halt auf einem Cover sieht, in einem Kiosk in Deutschland. Für mich ist ein Bild nach wie vor erst final, wenn ich es gedruckt in der Hand habe, ja, und das ist halt so schade, ne, dass wir das oft gar nicht mehr haben. Bei vielen Aufträgen vieles digital oder rein Social Media. Und umso schöner ist es dann auch, wenn man dann eine gedruckte Zeitschrift in der Hand hat. Also ich habe gerade hier, muss ich gerade dran denken, hier habe ich die L. Moment. Ja, Belegexemplar kommt dann irgendwie aus Serbien. Ja. Und allein... wenn man das so in der Hand hat, ne, und man geht immer so ganz vorsichtig damit um und man freut sich einfach. Also das ist einfach so ein wirklich geiles Ding, wenn man das will ich auch immer so beibehalten. Also ich hoffe, dass die Magazine nie aussterben, weil das ist, ich glaube, da wird es auch irgendwann wieder einen Wandel geben, dass es
wieder eine andere Wertigkeit bekommt oder die Leute einfach diese Haptik wieder zurück wollen. Also das ist so meine größte Hoffnung. Ich bin nicht sicher, glaube ich nicht. Es ist halt gerade jetzt ist so ein bisschen das Papier ist halt sehr teuer geworden, was natürlich den Druck halt gerade echt schwierig macht für viele Magazine. Also ich glaub, ganz ehrlich, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, das Magazinsterben ist noch nicht vorbei, ganz ehrlich. Nee, aber ich glaube, wenn dann irgendwann halt, ich meine, viele Nischen werden wegbrechen, aber du hast dann so gerade so Magazine, die halt auch irgendwie einen Namen tragen, die werden sich schon in irgendeiner Form halten. Ja, digital. Ja, zum Beispiel. Oder dass es halt nochmal spezieller wird. Nein, Druck teurer vielleicht auch. Nee, ganz ehrlich. Ich habe jeder spricht davon und es gibt ja mittlerweile so oder seit einigen Jahren so auf Instagram, dass irgendwelche Influencer dann irgendwie noch diesen Schriftzug von der Vogue irgendwie noch mit reinmachen und so weiter. Und jeder sieht das sozusagen so ein bisschen als Ziel an und so weiter, aber nicht einer von diesen Leuten kauft sich diese Zeitung, diese Zeitschrift. Nicht einer. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja, ein kleinerer Teil davon kauft sich die. Ja, und ich meine, ich muss wirklich sagen, ich habe früher sehr, sehr viele Magazine gekauft. Ich war wirklich so ein richtiger Magazinmensch. Ich habe mir 2-3 Magazine im Monat gekauft von den Interessensgebieten, die ich einfach hatte. Ist vorbei. Und es wird komplett durch digitale Medien aufgefressen. Und der Trend ist nicht gestoppt. Mittlerweile gibt es ja auch so Magazine, wo du... das sind ja gar keine Magazine. Dann wirst du angeschrieben, ach hier, das und das Bild ist so ganz, ganz toll und wir hätten das gerne bei uns in Magazinen und so weiter. Und dann sagst du so, ja, wie sieht's aus mit Kohle und Belegexemplaren? Nee, also Belegexemplare können wir nicht rausschicken. Musst schon selber kaufen, ne? Kostet 25 Euro so ein Exemplar. Ja, lächerlich. Ja, also da wird im Moment, wird so mit dieser Sehnsucht von seinem eigenen Bild, was gedruckt wird, auch noch Geschäft gemacht. Ja. Kommt natürlich aber auch echt auf das Magazin drauf an. Also ich persönlich würde zum Beispiel für ein, nehmen wir mal wie jetzt eben die Elle oder eine Vogue oder was auch immer. Ne? Also ich meine, du hast ja auch, wenn man bei dir mal auf die Webseite geht, dann sieht man ja auch, du hast hier mit den so Namen wie Faces, Marie Claire, InStyle, Grazia und so. Da hast du ja alles in deinem Portfolio auch drin. Ne? Mhm. Das ist schon nochmal was anderes, wie wenn ein Artmagazin XY gar keine Frage dich quasi darauf anschreibt und irgendwie so, also, weil ich für mich ist das persönlich auch nochmal so ein Ziel, einmal in so einem Magazin drin zu sein und wenn es kein Fashion-Magazin wird, dann zumindest in irgendeinem Fotomagazin mal irgendwie eine Strecke drin zu haben, ja. Deswegen, da hätte ich schon Bock drauf. Ich würde mich auch direkt an der Stelle mal, würde mich mal auch interessieren, was würdest du jemandem als Tipp geben, der vielleicht so ein Ziel hat, was muss er denn dafür machen? Also soll er warten, dass die das Magazin dann anschreibt? Oder? Ja, nee, also ist eigentlich ganz einfach. Ein gutes Portfolio haben, dass man Leute, die da genauso Arbeit rein investieren, bereit sind, mit einem sowas von der Pike auf zu organisieren. Also damit meine ich, das ist ja nicht nur eine Strecke von einem Fotografen, sondern dazu gehört ja auch der Fashion Stylist, die Make-up Artist, vielleicht auch noch einen Art Buyer oder einen Produktioner, vor allem ein Model so und gutes Portfolio, dann vielleicht ein tolles Konzept, was man sich als Fotograf vorgestellt hat, ja, wie die Strecke aussehen soll, wo, dass man also auch diese ganze Organisation übernimmt, weil es halt eben viel Arbeit ist. Und dann mit Fashion-Stylisten Kontakt knüpfen und wenn man eben noch keine Kontakte zu Magazinen hat, denn in einer idealen Welt hat man diese Kontakte schon und besorgt sich ein Styling-Letter, also ein Pull-Letter für den Fashion-Stylisten, den man dann auswählt. Das ist eine Zusage, ja, für eine Printausgabe, Spring-Summer oder Fall-Winter. Und damit kann dann der Fashion Stylist Kleidung aus dem Showroom besorgen. Ja? Mhm. Das ist wie so eine Eintrittskarte. Und dass man aber an diesen Styling-Letter kommt, dafür braucht man wiederum Kontakte, bin ich ganz ehrlich, und auch eben ein cooles Konzept. So. Mhm. Na? Also ich habe da dann irgendwie halt auch wieder Moodboards erstellt, Konzepte erstellt und
vor allem aber auch über jetzt natürlich nur 4 Jahre, aber immerhin auch einen guten Job gemacht, ne? Also zum Beispiel fürs Faces Magazin, da haben wir immer wieder coole Strecken gemacht, so, ne? Das machen wir halt jetzt jährlich, so. Mhm. Ne, das ist so wie gesetzt, aber ja, die erste Strecke, weiß ich noch, die war halt nicht so prickelnd, ne? Da hatten wir halt wenig Ahnung. Ich glaube, die haben sie dann noch nicht mal veröffentlicht. Ja, also Fehltritte gehören halt auch dazu. Und da muss man halt wieder dranbleiben und mutig sein und nicht verzweifeln, weil es dann vielleicht auch mal nicht klappt. Ne? Und man halt und investieren leider. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da nicht auch investiere für so freie Strecken. Klar. Weil ich irgendwie jetzt im Ausland shooten will oder an einem, ich habe mal diesen Bahnpark, diesen alten in Augsburg gebucht, ne, als Location für eine freie Strecke. Ja. Da muss man ein bisschen verrückt sein auch, ne, sage ich ganz klar. Ja. Also externe Leute, die greifen sich da an den Kopf, dass man für eine freie Arbeit auch noch 1.000 Euro investiert. Ne? Mhm. Das das ist schon krass. Ja. Mhm. Aber es zahlt sich aus, ne? Also, wie man sieht. Das zahlt sich aus, ja. Also, gehört halt irgendwo dazu, ne? Also, gerade so Coverstrecken finde ich schon, dass das für einen Fotograf einfach wie so ein Aushängeschild ist, ne? Mhm. Ja, aber gerade bei Coverstrecken, das ist sehr viel Geduld und sehr viel. Ich meine, die Chefredakteure können sich halt eben aussuchen. Ne? Die kriegen jeden Tag freie Strecken zugesandt. Ja. Ja, die können sich halt einfach aussuchen. Mhm. Ne? So. Ja. Ja. Also ich wollte jetzt eben nicht gerade eben nicht so zu schwarz malen oder sowas. Also nicht, dass das jetzt gerade. Nein, ich meine, Entschuldigung, aber es war eigentlich auch mehr so, ich finde es sehr, sehr schade, dass es da sozusagen so ein Magazinsterben gibt. Ja, aber also ich beobachte da eher so den Trend, dass es weiter so geht. Ich meine, wenn man überlegt, wir hatten letzten Herbst mit einem Simon Bolz gesprochen, der ja sehr, sehr viel für den Playboy macht. Und der sagte, naja, in den letzten 10 Jahren ist die Auflage um 2/3 geschrumpft. Ja, und der Trend, ich glaube nicht, dass der jetzt einfach, dass da jetzt irgendwie, dass das jetzt vorbei ist, dieser Trend. Ja, also es ist für mich schwierig einzuschätzen. Ja, es ist für mich wirklich schwierig einzuschätzen. Es kann auch einfach exklusiver werden. Ja, also wenn jetzt ein Magazin anstelle von 12 Ausgaben eben nur noch 6 hat, ja. Dann ist es halt eben auch ein anderer Business Case. Ja, dann sind die Magazine vielleicht exklusiver, ja, haben eine kleinere Auflage, sind vielleicht auch teurer. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Umbruch. Sterben finde ich grundsätzlich schwierig, ne, zu sagen, Magazine sterben aus oder Großstädte sterben aus. Ne? Also ich kann nichts vorhersehen und deswegen, ich lasse mich da einfach überraschen und gehe so ein bisschen mit dem Trend. Hm. Das ist ja auch das Einzige, was wir letzten Endes machen können. Absolut. Als Fotografen. Ne? Also ich habe mir jetzt auch Video angeeignet und macht mir Spaß und deswegen mache ich jetzt da auch, weiß ich nicht, im Bereich Beauty habe ich mir ein Portfolio aufgebaut. Mir macht es aber vor allem Spaß, mit meiner Kamera zu filmen. Mit der A7 R5 hatte ich dir ja auch mal gesagt, Timo, wie viel Spaß mir das macht. Das ist immer Grundvoraussetzung, dass man Spaß dabei hat bei dem, was man tut. Und wir sind ja die Letzten, die da nicht irgendwie mit dem Trend gehen. Und dann muss man halt gucken, was bleibt am Ende, womit kann ich auch Geld verdienen, weil das ist auch am Ende des Tages mit eben auch sehr wichtig, ja, so freie Arbeiten, das Magazine, dass man da kein Geld mehr verdient, das ist auch kein Geheimnis. Ja. Ja. Deswegen muss man da einfach auch den Aufwand irgendwie so halten, dass es sich für einen selbst, ne? Man kann sich vielleicht verwirklichen mit einer freien Strecke und kann Dinge ausprobieren, aber da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einmal im Monat eine freie Strecke mit 1.000 Euro, die man investiert, das funktioniert ja auch nicht. Ne? Also man muss ja auch Geld verdienen. Von dem her, das ist dann tatsächlich eher wie so ein Hobby. Ja, ja, genau. Ja, warum auch nicht, ne? Also, wenn man das dann noch verbinden kann, dass das also sein Beruf dann auch noch sein Hobby sein kann und eben ein bisschen anders, dann ist es ja eigentlich ideal, ne? Das muss ich schon sagen. Absolut. Ja. Ja.
Ja, und da geht es, wie gesagt, darum, das einfach gedruckt in der Hand zu haben, ja. Also, ja. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe dann oft Kundenexemplare, ne? Also wenn ich für Kunden irgendwie Magazine mache oder Lookbook oder Plakate, tralala, dann lasse ich mir da auch die Belegexemplare zuschicken. Aber dass man jetzt selbst hergeht und sein Lieblingsbild ausdruckt, macht man ja halt doch eher selten, ne? Deswegen ist es umso schöner, wenn man dann über freie Strecken oder auch Kundenaufträge dann wenigstens da mal gedruckte Exemplare von seiner Foto, von seinen Fotos einfach in der Hand hat. Ja. Deswegen, ja, genau. Nee, wir haben das ja auch schon an anderer Stelle auch empfohlen, ne, dass man da doch sehr aktiv sein soll, was Drucken anbelangt und ja, also auch mal was weiß ich und als Hobbyfotograf auch vielleicht auch mal ein Foto verschenken. Also ich habe es ganz ehrlich, ich habe meiner Tochter zum Geburtstag ein Porträt geschenkt. Nicht von mir, sondern von ihr selber. Warum nicht von dir? Von mir, weil das, weiß ich auch nicht, das hat es letztes Jahr schon gegeben. ja, muss ja nicht jetzt. Nein, aber ich hab von ihr ein Bild gemacht. Das war mal irgendwie bei so einem Meetup. Da hatte ich sie einfach mal mitgeschliffen. Und dann hatte ich irgendwie ein paar Leuten auf diesem Meetup mal gezeigt, wie man mit dem und dem Dauerlicht umgeht. Ja? Oder ja, mit Rotolight. Kann ich jetzt, wir haben jetzt schon so viele Namen genannt. Ja, also genau. Du bist für Sony und so weiter Ambassador. Ich bin für Rotolight übrigens, also Dauerlicht. Ja. Ambassador und genau. Und noch bin ich kein Ambassador. Ach so. Nicht? Ach so. Ja. Ah, okay. Gut. Aber du hast du bist noch für andere Brands bist du unterwegs, ne? Ja, das sind alles Kooperationspartner, aber Ambassador bin ich eigentlich, bin ich nicht von Sony, ich bin auch von Tamron kein Referenzfotograf. Ich weiß nicht, ob es da ein Ambassador-Programm hat, bei Frofoto weiß ich es auch nicht, aber genau, ich bin auf dem besten Weg, keine Ahnung. Okay. Mal öfter die Namen nennen und dann klappt das schon. Ja, nee, ich nenne tatsächlich Namen, weil ich einfach dahinter stehe. Ja, so. Klar. Ja. Also nicht, weil ich irgendwie Ambassador bin oder Geld dafür kriege, sondern einfach irgendwie, wirklich nicht, sondern weil ich einfach, das ist wie so eine Empfehlung, ne? Ja. Weil ich einfach cool finde. Nee, klar. So, ja. Das ist wie bei Jobs, die man irgendwie, wo man sowieso das vielleicht auch schon, wie als hätte man es, wie soll ich sagen, wie als würde man für eine freie Arbeit bezahlt werden. So kann man es eigentlich ganz gut beschreiben. Ganz genau. Ja? Wo man irgendwie eh schon Bock drauf hat oder schon mitarbeitet und dann irgendwie kommt auch noch so ein bisschen was dazu. Ja. Warum nicht? Ja. Nee, aber das ist wirklich, also nochmal zurück zum Drucken. Also wie gesagt, ich hab dieses Bild gemacht, weil ich hier ein paar Leuten das gezeigt habe, wie man mit den Lichtern umgeht. Und ich brauchte halt ein Model und meine Tochter war halt gerade sozusagen zur Hand und setz dich doch mal hin. Und dann sind da ein paar ganz gute Bilder bei rausgekommen und eins habe ich dann gedruckt und sie hat sich total gefreut. Ne? Obwohl sie ist jetzt 16 geworden, obwohl sie ihr eigenes Bild nicht so gerne mag. Also so, ne, das hat sie dann doch wohl, glaube ich, ganz gut gefunden. Von daher, es strahlt. Spricht also, für dich. Nicht für mich, sondern für das gedruckte Bild, weil es einfach was anderes ist, wenn ich ihr das sozusagen auf dem Handy zeige oder in DIN A4 halt ausdrucke und dann rahme, ja, mit einem Passepartout und so weiter, dann hat das einfach nochmal eine ganz andere Wertigkeit, wie du das auch schon gesagt hast. Und auf einmal mag man dieses Bild. Ja, auch als 16-Jährige, die eigentlich nicht so sagt, na, nee, ich mag meine Bilder nicht und so. Ja, ja klar, auf dem Handy magst du sie nicht, ne? Aber in groß vielleicht dann doch. Ja, ja, also das ist so vielleicht etwas so, das ist wirklich ein Effekt, den ich jetzt wieder erlebt habe. Ne? Ganz klar. Es hat eine andere Wertigkeit, ne? Voll. Ja. Voll. Ja. Ja, und auf welchem Papier hast du das gedruckt? Du, High-Gloss, Canon, Papier, nix. Mhm. Also da bin ich wirklich jemand, also ich nehme normales Fotopapier tatsächlich. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie, was weiß ich, durch die ganze Hahnemühle und Ilford-Palette gedruckt hat oder sowas. Sondern ich nehme normales Fotopapier tatsächlich, ganz langweilig. Und mit deinem eigenen Drucker auch? Mit meinem eigenen Drucker, ja, tatsächlich. Mhm. Und das reicht mir auch. Also ganz ehrlich, ich habe hier und da mal was gemacht mit Hahnemühle und so weiter. Ja, Ilford habe ich noch nicht probiert.
kommt nochmal. Also wenn ich mich nochmal ein bisschen da reinarbeite, kommt das auch nochmal. Einfach mal gucken. Ja, aber bisher habe ich das mit normalem Fotopapier gemacht und das ist schon gut genug in dem Moment. Ja, also für mich zumindest. Ja, dann. Kommt ja auch immer so ein bisschen auf den, auf die Präsentationsfläche drauf an. Ne? Ich finde, im Privaten geht es sowieso eher um den Inhalt als um was auf dem, also beziehungsweise wie, ja, was das für ein Druck ist. Ne? Aber wenn du jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, für eine Galerie oder sowas printest, dann ist natürlich schon auch da eine andere Qualität gefragt. Das ist sicherlich auch nochmal eine das ist auch nochmal eine Wissenschaft für sich. Aber ich sag dir, ich habe auch schon einen Podcast gehört, wo dann irgendwie Leute gesagt haben, die auch Bildbände rausgebracht haben, naja, dann bin ich dann zur Druckerei gefahren und dann haben wir irgendwie 20 verschiedene Papiere gegrabbelt und ne, um welches nehmen wir denn? So, und wenn du dann irgendwie dir dann selber irgendwie Bildbände bestellst oder kaufst, meinetwegen aus dem Taschenverlag, um jetzt wieder einen Namen zu nennen, ja, das ist auf irgendein 0815 Papier gedruckt worden, offen, scheinbar. Ich weiß es nicht, aber scheinbar. Und da kommt es mir auch nur auf den Inhalt an. Was ist denn jetzt da zu sehen und nicht, wie fühlt sich jetzt das Papier an? Natürlich soll es sich nicht super billig anfühlen. Und natürlich ist ein hochwertiges Papier einfach hochwertiger. Gar keine Frage. Aber trotzdem bin ich doch erstmal jemand, der sich um den Content, also für den Content interessiert und nicht sozusagen für das Drumherum, sage ich jetzt mal. Also so sehe ich es. Ja, ich bin da relativ pragmatisch. Ja, klar. Und das, ich sag jetzt mal, wenn du jetzt ein Bildband nimmst von Ellen von Unwert, Fräulein, was 20, 25 Euro kostet bei weiß nicht, gefühlt 500 Seiten, dass das nicht auf den allerhöchstwertigen Papier gedruckt werden kann, bei dem Preis, ist ja völlig klar. Und trotzdem ist dieser Bildband großartig. Ja. Weil die Bilder großartig sind. Ja. Fertig. Ja, so sehe ich es. Ja. Ja. Ja, jetzt habe ich wieder alles hier kaputt geredet. Wir müssen mal eine Gastfolge mit einem Drucker, mit einer Druckerei machen. Genau, der nimmt uns dann auseinander. Ja. Ja. Ja, das ist eine Wissenschaft für sich. Also vor allem, wenn man dann anfängt, irgendwie, man findet Ilford ganz cool, sucht dann da vielleicht nochmal nach Alternativen, weil es muss ja auch zum Drucker dann passen. Ne? Also da fängt es ja dann an. Das ist ja die Wissenschaft für sich. Also man kann das dollste Papier haben, aber wenn das nicht zu dem Drucker oder den Einstellungen des Druckers passt, das ist ja dann wirklich, das ist wirklich eine Wissenschaft. Also Ja, also ich habe mal mir so ein Sample-Block mal kommen lassen von Hahnemühle und tatsächlich, also die Ergebnisse sind natürlich auch anders. Aber aber das kann halt eben an den Einstellungen deines Druckers liegen. Ne? Nee, weil also du hast dann schon, also klar, du musst dann halt auf der Hahnemühle-Seite dann halt die entsprechenden Profile runterladen und so weiter, das habe ich auch alles gemacht. Und das ist auch, ne, das ist, ich will ja auch gar nicht sagen, dass das schlecht ist, im Gegenteil, das ist super. Nur halt, ich sage ja halt für mich, das, was ich mir hier hinhänge und mir aus einem Abstand von 3 Metern angucke, mit einem Glas davor, ja, dann reicht mir ein normales Fotopapier, also mir persönlich. Ja, ich finde es halt cool, auch ohne Glas. Und da finde ich halt dann so Ilford-Papier ganz cool, wenn man quasi das Passepartout mit ausdruckt und das einfach einrahmt, dass man wirklich die Haptik von dem Papier auch sieht. So, das finde ich noch ganz cool. Sag doch mal, welches hast du denn da von Ilford? Du, ich habe tatsächlich kann ich dir gar nicht sagen, weil ich habe die auf der Fotopia habe ich die ausprobiert. Ich müsste jetzt selber nachschauen, welche das waren. Die hatten da irgendwie so 3, 4 verschiedene Sorten. Kann ich dir leider nicht sagen. Aber ich habe halt mit meinem Mentor letztens darüber gesprochen, weil der wiederum eine Ausstellung organisiert hat von seinen eigenen Werken und der hat dann eben so alternative Papiersorten ausprobiert, also günstigere Papiersorten und hat da dann eine Papiersorte gefunden, die relativ günstig war, aber das beste Ergebnis mit seinem Drucker erzielt hat. Und das will ich halt damit sagen. Das kommt dann sehr, sehr auf den eigenen Drucker an. Und ich habe leider hier nicht so einen 1.000-Euro-Drucker stehen. Und da bin ich auch echt am Überlegen, ob es die Anschaffung halt einfach wert ist. Ne? Weil
für die wenigen Male oder dass man es vielleicht doch einführt und seinen Kunden zur Verfügung stellt, ne, um sich wieder abzuheben von der Masse, sind auch schon Überlegungen, die ich so habe, ne? Ja. Okay. Ja, also ja. Ich persönlich habe sogar zwei. Ja, also cool. ich habe einen größeren, der kann dieses Format A3+. Genau. Ja, und einen kleinen, ich sag jetzt mal so einen Haushaltsdrucker mit Scanner und so weiter, so für das Alltägliche, auch Texte und sowas, normal, was man halt so braucht mal als Drucker. Mhm. Aber selbst der liefert vernünftige Ergebnisse im Foto. Also tatsächlich, ja. Ja. Also von daher, ach, da hätte ich jetzt gar nicht so viel Angst davor zu sagen, so du, also ein Drucker für 300, 400, 500 € tut es eigentlich auch und da kommt schon was Vernünftiges raus. Ja, okay. Ernsthaft. Also ich bin mega zufrieden, ich bin wirklich happy da. Und also ich kann nicht erkennen, jetzt bei einer Online-Druckerei mit einem vernünftigen Papier gedruckt oder aus meinem Drucker raus, ich sehe den Unterschied nicht großartig. Ja. Mhm. Was natürlich Fakt ist, dass Drucken zu Hause relativ teuer ist, weil es einfach Tinte zieht ohne Ende und Tinte ist einfach teuer. Ja gut, allein schon die Beschaffung, ne? Also du hast vielleicht zwar jetzt der reine Druckpreis pro Bild ist vielleicht ein bisschen geringer, als wenn du es druckst quasi, also extern, ne? Durch Versandkosten und sowas, die du dann wieder abziehen kannst, aber die Anschaffung, ne? Das ist ja das, was erstmal reinhaut und bis man das dann wirklich weggedruckt hat, dass es sich rentiert, das dauert dann schon, ne? Also dann musst du schon einiges durchdrucken, dass sich das wirklich lohnt. Jo. Ja, kann ich so unterschreiben. Zumal, aber wenn man jetzt auch. Ja, aber das ist auch so im Prinzip, letztendlich sehe ich es aber so, wenn man kann auch mal 500 € für einen Drucker ausgeben, warum denn nicht? Ich meine, die Leute zücken das Portemonnaie ohne nachzudenken bei Kameras und Objektiven. Ja, und beim Drucker wird dann gesagt, der ist mir doch ein Hunderter zu teuer, weißt du, so, wo ich denke, so, macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Das stimmt. Ja, oder genau selbe Thema ist mit dem Monitor. Ja, die Leute sparen beim Monitor und haben irgendwie so einen Monitor für 150 € oder sowas und eine Kamera für 3.500 oder sowas, ne? Wo man sich echt fragt, so, das passt doch nicht zusammen. So. Ja. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja. Und das ist ja auch wieder eine Betriebsausgabe. Also. Ja, absolut. Ja. Absolut. Naja, und auch selbst als Hobbyfotograf, ich meine, warum, na, dann spare ich doch lieber bei der Kamera so ein bisschen. Ne? Aus einer APS-C-Kamera, hast du ja auch selber gesagt, kommt auch was Vernünftiges raus. Ja, oder man geht halt gleich den Weg und sagt, okay, gut, ich spare mir das, ich hole mir jetzt keinen Drucker für zu Hause, ich gehe zu einer Druckerei und lass das da machen, die machen das gescheit und hat dann eventuell vielleicht auch nochmal, ich meine, wer eine Zeit lang dabei ist und da irgendwie auch die Preise beobachtet oder vielleicht auch mal, ich zum Beispiel bin bei Saal Digital, habe ich einen Reseller-Account. So, da geht, das läuft im Endeffekt so ab, du kriegst, glaube ich, im ersten Jahr kriegst du schon, wenn du dich anmeldest und genehmigt wirst, kriegst du 10% und ich glaube, zur Genehmigung ist auch gar nicht so schwer, wenn du eine Webseite hast und einen Auftritt irgendwie in irgendeiner Form oder Social Media, dann sind diese 10% eigentlich schon sicher, so. Ja. Und so mit den Jahren und den Umsätzen, die du da auch generierst, geht auch der Rabatt hoch, ne? Also ich bin jetzt aktuell, bin ich bei 30%, ne? So. Und das ist super. Dann auch schon sowas, da sind wir in einem Preisbereich, wo ich auch sage, für mich persönlich lohnt sich jetzt das nicht mehr, mir einen Drucker oder sowas anzuschaffen, weil das, was ich da an Rabatten bekomme, ist vollkommen, also ausreichend. Ja. Ja, das stimmt. Ja, also so. Aber empfiehlst du das deinen Kunden dann auch? Also Saal Digital oder machst du es dann selbst? Sowohl als auch. Also wenn jemand das anfragt und irgendwie halt einfach zu faul ist quasi zum selber bestellen, dann bestelle ich das. Ne? Und dann sind quasi die 30% meins. Ne? Weil dann gebe ich die Preise einfach 1:1 durch und die 30% sind dann quasi meine Provision. So.
Außer bei Büchern, da muss ich nochmal dazu sagen, da kommt schon nochmal ein anderer Preis kommuniziert, als der dann da steht, weil dann natürlich auch nochmal viel mehr durch Gestaltung und sowas an Zeit drauf geht. Aber ansonsten gebe ich auch den Code, einen Rabattcode durch und sehe das dann quasi als zusätzlichen Service. Ne? Also wenn mich ein Brautpaar fragt, hier, wo können wir denn unsere Bilder drucken, dann sage ich, hier, ihr könnt das überall drucken, aber hier, ich kann euch nochmal so einen Rabatt mit dazu geben und könnt ihr hier für 30% geht ihr dann zur Saal. Ja, also da habe ich zwar nichts von, also es ist kein Affiliate-Programm, dass ich da jetzt irgendwie nochmal 10% oder so bekomme, aber ich sehe es halt als reinen Service, weil ich meine, ich reiche das ja auch nur durch. Ne? Also das ist eine E-Mail, dann meistens kann ich es dann nochmal verbinden mit einer E-Mail, wo ich dann sage so, hey, ich würde mich übrigens über eine Google-Bewertung oder sowas freuen. Ne, und habe dann denen eine schöne Empfehlung gegeben, die sparen ein bisschen Geld und ich habe nochmal eine Google-Bewertung bekommen und ja, alles ist cool. Eine Handwäsche, die andere, ne? Genau. Mann, bist du nett, Timo. Ja. Habe ich auch gerade gedacht, also so besonders geschäftstüchtig ist das an der Stelle jetzt, also irgendwie so, ja, ne? Ich glaube, ich muss 30%. Ey, du verschenkst Kohle, meine Güte. Da musst du sagen, nee, das mache ich. Ich habe da Ahnung von und so weiter. Ne? Das kann man nicht als EK jemand mal drei. Genau. Ja. Und als nicht Fach. Ich bin Fachmann. Ich kann das hier. Ich mache euch das richtig. Und dann habt ihr gescheite Bilder und so weiter. Ich habe mir auf jeden Fall schon mal abgeguckt. Ich merke, ich muss viel mehr in die Vertrieb und Eigenverantwortung, also Eigenorganisation gehen. Also da voll. Bist du auf jeden Fall, das habe ich direkt jetzt hier schon im Gespräch gemerkt, da bist du viel, viel mehr drin. Und ja. Ich glaube, da muss ich auch mal ein bisschen, also allein mal, ich meine, ich hätte ja auch Saal anschreiben können, so von wegen, hier, wie sieht es denn aus mit Affiliate? Vielleicht soll ich das mal machen. Ja. Ja. Mehr dazu lernst du auf meiner Masterclass. Ja, ich freue mich wirklich. Also, ja. Wir können ja auch an der Stelle nochmal Werbung machen. Also ich werde ja auf jeden Fall auch da sein. Wann ist das? Was ist das? Was macht man da? Erklär du doch mal. Ja, sehr gerne. Also ich gebe am 16.04.2023, also weniger oder knapp in 3 Wochen, 3,5 Wochen, eine Masterclass zum Thema Beauty- und Fashion-Fotografie. Für Fotografen, die vor allem mehr Umsatz machen wollen, denn wir werden auch das Thema sozusagen thematisieren, wie mache ich mehr Umsatz als Fotograf. Wir haben Speaker mit dabei von Adobe, wir haben auch einen Live-Workshop von Adobe zum Thema Bildbearbeitung, KI, welchen Einfluss die KI dann auch im positiven Sinne für uns Fotografen hat. Und es wird Live-Shootings geben mit Topmodels und Fashion-Stylisten, das Thema, was wir vorhin hatten, also mit einem kompletten Team. Man kann im Prinzip mit seiner Kamera kommen, mit seinem Lieblingsobjektiv und üben, mit verschiedenen Licht-Setups, auch von Profoto. Und Profoto ist auch mit dabei, live vor Ort, genauso wie Sony, Tamron und Adobe. Man kann auch Equipment testen, also wenn man dann doch irgendwie mal weg von seiner Lieblingslinse will und einfach was anderes ausprobieren möchte, das kann man auch. Und super Rahmenprogramm, also ein ganztägiger Workshop von 9 bis 18 Uhr. Am Abend gebe ich noch einen Live-Talk für Fotografen, die quasi die Extrameile gehen wollen. Und da werden wir dann nur noch über Business-Themen sprechen. Und und auch nochmal ein super Catering haben. Das haben wir auch den ganzen Tag. Also an Essen und Trinken mangelt es nicht. Und mit Moderatorin, mit DJ, also wirklich so, wie man sich ein geiles Event vorstellt, wenn man es selbst organisiert. Das für die heißt, Zuhörer. Danach ist dann noch Party oder wie, wenn du sagst DJ oder wie? Der DJ ist den ganzen Tag dabei. Ah, für Set und quasi, für wenn genau. Eine Sets, ach cool, ja. Ganz genau und am Abend haben wir einen Live-Talk, VIP-Live-Talk, also quasi ich plus Fotografen, die das Ganze, also diesen Live-Talk dazu gebucht haben, wo wir dann nochmal hart über Business sprechen, ja, also das, was man vielleicht am Tag, was man vielleicht sich auch nicht traut, in der großen Runde zu fragen.
So, genau. Und für die Zuhörer von eurem Podcast habe ich im Prinzip auch einen Gutscheincode. Nennt sich Podcast 10. Genau. Okay. Und damit bekommen eure Zuhörer auch nochmal 10% auf, 10% Rabatt auf das Ticket. Ah ja, cool. Und sehr schön. Genau. Und den Link können wir ja vielleicht in die Caption oder so packen, dass die Zuhörer sich da auch informieren können. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Genau, ja. Und ich meine, wir haben ja jetzt hier auch so ein paar noch auf Instagram und die uns jetzt gesehen haben. Wir waren ja jetzt parallel live. Ja, die kriegen den Rabatt natürlich jetzt nicht. Ja, ne? Also. Die müssen am Donnerstag nochmal den Podcast anhören von Anfang an. Ganz also genau. Auch gerade für die hier vielleicht ein bisschen später dazugekommen sind. Ne? Der Podcast geht jetzt am Donnerstag online. Der ist meistens so morgens um 6 Uhr ist der schon online. Und wir packen auf jeden Fall alle Infos nochmal zu der Masterclass in die Shownotes. Und ich werde auch da sein. Also auch da eine Gelegenheit schon mal für uns, also zumindest mich schon mal zu sehen vor unserem Meetup auch, was am Ende April dann stattfindet. Und da könnt ihr. Das habe ich mir auch schon eingetragen. Ah ja, cool. Sehr schön. Ja. Das wäre cool, ja. Sehr schön. Ja, okay. Schön. Dann kommen wir so langsam zum Ende der Sendung. Und was, ich weiß nicht, hast du, Chrissy, schon darauf aufmerksam gemacht, dass wir immer eine Empfehlung der Woche machen? Nein, habe ich nicht. Okay, dann müssen wir dich jetzt gerade mal aufklären. Wir machen immer am Ende der Sendung eine Empfehlung der Woche oder einen Tipp der Woche. Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Buch, ein Stück Software, ein Stück Hardware, ein Podcast, vielleicht auch ein Instagram-Kanal, was auch immer dir oder auch eine Fernsehsendung, ja, was gerade dich vielleicht beschäftigt und was du einfach mal den Hörern einfach mal empfehlen möchtest. Und das muss auch gar nichts mit Fotografie zu tun haben. Also wenn du da mitmachen möchtest, würden wir uns freuen. Genau, und dann hätten wir im Prinzip, kommen wir zu der Kategorie Tipp der Woche. Ja. Stefan, möchtest du anfangen? Ja, ich empfehle mal wieder ein Bildband. Und zwar den Bildband, den habe ich mir neulich bestellt und ist letzte Woche gekommen. Ich erahne es schon. Nee, das erahnst du nicht. Naomi. Doch, hätte ich doch erahnt, siehst du? Du meine Güte. Okay, ja, wir kennen uns schon zu lange. Ja, Naomi im Taschenverlag tatsächlich, habe ich eben schon mal gesagt, diesen Namen, ist so eine große Kiste, die dann kommt und da sind zwei Bücher drin. Ein großes, dickes, schweres und ein etwas leichteres. Das große, dicke, schwere, da sind Bilder drin, nur Bilder. Und in dem leichteren, kleineren, da ist dann auch tatsächlich dann auch ihre Story drin. Allerdings in Englisch, muss ich dazu sagen. Also, aber auch das kleinere Buch ist auch nochmal ordentlich bebildert und so weiter. So ein bisschen behind the scenes, so ein bisschen mehr privat und so weiter. Also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Kostet, glaube ich, 120 Euro. Ich habe es ein bisschen günstiger gekriegt. Ja, du hattest diese Rabattwochen damit abgegriffen noch, ne? Nee, ich hatte das tatsächlich als B-Exemplar, wie nennt sich das dann? B-Ware. Ja. Bekommen, aber die B-Ware ist immer noch gut. Ja. Also gut genug für mich zumindest. Und also mega. Also und auch vor allen Dingen ihre komplette fotografische oder Foto-Model-Leih-Geschichte, also von, ich glaube, die ältesten Bilder sind von 1986, zumindest was Model-Bilder anbelangt. Es gibt auch nochmal Kinderbilder in den kleineren, aber so mit Model-Leih ging es, glaube ich, 86 los. Und ja, bis jetzt aktuell praktisch. Und einmal quer durch den Garten, auch von den Stilen her und so weiter. Und ich finde das ja immer sehr erfrischend, sich ein Buch zu einem Model zu kaufen und nicht zu einem Fotografen, weil man dann halt auch die verschiedenen Stile sozusagen vor sich dann hat, von Seite zu Seite, was dann immer sehr inspirierend ist. Und genau, also nicht, dass ich das andere auch nicht toll finde, aber es ist einfach inspirierend zu sehen, okay, dieses und jenes Model kann so viele verschiedene Rollen und so viele verschiedene Stile ausfüllen. Einfach toll. Also genau, Naomi im Taschenverlag. Mhm.
Ich habe mich jetzt selber ertappt, dass ich gar nicht so sehr vorbereitet bin auf den Duft der Woche jetzt wie sonst. Ich habe auch gerade gesehen, dass du noch ganz schnell dein Handy in die Hand genommen hast. Ja, in der Hoffnung, dass ich jetzt nochmal, aber ich habe, ich habe spontan was, und zwar, weil ich hatte nämlich gerade die Tage, hatten wir nämlich darüber geschrieben, Chrissy und ich, ich hatte dir diese Prismen von Get Fractals empfohlen. Finde ich sehr cool. Hatte ich auch schon mal in dem Podcast hier mal erwähnt, in manchen Folgen. Das waren die, wo ich in Island mehrfach durch die Kontrolle musste. Ja, weil die aussehen wie ein Schlagring. Genau, weil die eigentlich aussehen wie ein Schlagring. Aber das hat halt auch den Vorteil, dass sie halt super handlich sind. Und sehr coole Effekte zaubern und macht echt Spaß. Also ich habe die jetzt auch gerade die letzten Tage wieder mal auch in der Hand gehabt. Auch tatsächlich mit dem 14 mm schon auch mit rumprobiert. Cool. Hat auch echt Spaß gemacht. Da bin ich selber gerade aber an den Ergebnissen noch am Rumfeilen so. aber auch hat Spaß gemacht, das zu kombinieren. Also an dieser Stelle mal eine Equipment-Empfehlung, die Prismen. Ja. Hättest du etwas? Ja, ich hatte euch ja eingangs erzählt von einem meiner Lieblingsautoren, vom Herrn Martin Werle. Ja. Wenn man sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen möchte, das ist so der perfekte Einstieg. Das Buch heißt Sei einzig, nicht artig. Okay. Und hat auch viele Sequenzen, wo man sich selbst Fragen stellen muss und auch wirklich seitenweise ausfüllen muss. Das finde ich wiederum ganz gut, weil dann verinnerlicht man das ja so ein Stück weit besser. Und das war für mich damals so der Anstoß, mir da auch Gedanken zu machen, was will ich im Leben, was will ich nicht. Also jetzt gar nicht mal so philosophisch, sondern einfach meinetwegen auch gerne auf den Beruf bezogen. Und das ist meine absolute Herzensempfehlung. Liest sich relativ einfach und man hat einen absoluten Mehrwert von, also ich finde das Buch mega und ich kann das nur empfehlen, ja. Jeder, der einfach schauen möchte, wo er gerade aktuell steht, sich damit so ein bisschen auseinandersetzen will, dem kann ich das Buch auf jeden Fall empfehlen. Ja, sehr cool. Da schick mir gerne nochmal einen Link dazu, damit ich das auch in die Shownotes packen kann. Sehr schön. Gerne. Und, ein Affiliate-Link. Ja, genau. Genau, es geht jetzt hier nur noch um Kohle. Ja, ja. Absolut. Ja, Christian, der hat echt Spaß gemacht. Ja, tatsächlich. Und wir sehen uns ja ganz bald. Und, richtig. Bleib nochmal eben in der Leitung, in der anderen da, nicht in der Dings. Genau, wir machen jetzt erst den Podcast aus und dann die Instagram aus und dann können wir noch kurz quatschen und wir sagen jetzt erstmal hier an der Stelle zu unseren Podcast-Hörern. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. Mach es gut. Ciao. Tschüss. Ciao.